Also, hallihallo, liebe Bierfreunde, willkommen heute zu unserer, wie viel denn Ausgabe eigentlich? 32. Sind wir heute schon 32? Nein, ich glaube, 35. 35? 87? Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall schon ziemlich viele Ausgaben hier rausgebraut von Bier.0 hier aus Kiel, der heimlichen Bierhauptstadt. Der Welt. Der Welt. Ja, und. Ja, wir machen gar nicht weiter, Lars. Ne? Lass uns kein großes Vorgeplänkel machen. Wir freuen uns auf den Abend. Ja. Das kann man schon sagen. Ich habe tatsächlich nachgeholt, was ich letztes Mal eigentlich vorhatte. Darf ich das kurz noch? Ja, zeig mir. Ich habe heute einen Pullover an. Gefunden habe ich den. Der praktisch die perfekte Synthese aus Brookhammer und Star Trek ist. Ja? Erinnert total an eine Star Trek-Uniform. Und ihr seht auch hier meinen Kommunikator, mit dem ich das gesamte Warpfeld aktivieren und deaktivieren kann. Oh, also, Phaserbänke geladen. Achtung. Hopfen-Torpedos. Geöffnet. Geöffnet. Torpedoschacht geöffnet. Weil wir letztes Mal war ja dieses, wie heißt das, Karneval-Ding. Und wir waren ganz normal angezogen. Wir hatten Gäste, die waren verkleidet. Es tut uns leid. Hier oben im Norden. Haben wir es nicht so damit. Ihr seht auch, dieses Kostüm ist jetzt nicht ultimativ aufwendig. Aber er hat sich schon Mühe gegeben. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Und jetzt kommen auch schon wieder die ersten Kommentare. Nein, es ist heute nicht arschkalt im Laden. Nee. Hier ist es frühlingshaft in Kiel. Ja. Wir haben die letzten Wochen und Monate eigentlich uns immer unsere Extremitäten weggefroren. Ging so, ja. Wir haben noch genug dran. Aber, also bei mir sind es noch 5. Jedenfalls heute frühlingshaftes Wetter in Kiel. Wir sitzen hier. Ich hatte schon überlegt, ob ich mal ein Hawaii-Hemd anziehe. Das wäre es natürlich. Aber das wäre zu übertrieben. Also jetzt ist wieder typischer Kieler Winter. Es hat irgendwie 10 Grad draußen. Also irgendwie so, oder? 12 Grad? Hat schon mehr gehabt? Ich weiß nicht. Irgendwie sowas in der Art. Gradzahlen. Und deswegen haben wir ein schön sommerliches Bier. Weil es ja so schön sommerlich wird. Was für eine Überleitung, Leute. Es ist unglaublich. Also... Hatten wir das eigentlich schon mal? Wir hatten noch nie, glaube ich, Brand Mill. Hatten wir schon Brand Mill in der Verkostung? Nein, hatten wir noch Das nicht. Haben wir diese Woche und nächste Woche. Das ist eine ganz gute Brauerei. Wir haben die schon öfter mal im Laden. Hat sich eigentlich bisher immer beliebt gezeigt bei denen, die es getrunken haben. Es hat sich bloß nicht immer jedes Bier von denen so gut verkauft, weil die ein bisschen unauffällig im Etikettendesign sind, glaube ich. Naja, es ist so eine Fototapete und das ist zwar total ansprechend, aber natürlich irgendwie knallt das nicht so, ne? Genau. Aber das Bier ist ganz gut. Ich habe nämlich auch das hier schon mal tatsächlich von dem probiert, das Pale Ale. Mir hat es gut gefallen. Lass uns mal hier ein bisschen reinschauen. Das schmeckt sich schon auf jeden Fall sehr, sehr fein. Die sind wo genau in England? Das habe ich nicht mehr nachrecherchiert. Badley. Ja, ach, immer das Badley. Da war ich auch schon 5 Mal. Kennt man alles. Kennt ihr Badley? Ist aber, glaube ich, super Kneipe da. Ist aber, glaube ich, tatsächlich England. Nicht Schottland, nicht Wales, nicht sonst was steht England da. Also, freut euch dran. Ist nicht mehr so leicht zu kriegen. Braucht ein bisschen länger wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ob das stimmt. Es könnte sein, dass der Großhändler halt das jetzt noch hatte, aber dass es in Zukunft vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Das werden wir sehen. Oh, also. Schön fruchtig, aber richtig angenehm fruchtig, ne? Nicht mehr zitronig. Ich finde es für ein, ist ja nur ein Pale Ale. Es ist nur ein Pale Ale, genau. Wir fangen mit dem Pale Ale an. Es ist nicht allzu stark von der Optik. So. Ist das, ich finde, man sieht es ihm ein bisschen an, obwohl es extrem trüb ist, sieht es schon etwas dünner aus. Ja, finde ich doch. Irgendwie hat das so ein, es verhält sich auch im Glas ein bisschen anders. Also, wenn mir das einer als so in der Form einfach als New England Style IPA geben würde, würde ich sagen: Klar, passt. Also, Prost. Tolle fruchtige Nase, zum Wohl erstmal. Oh. Ja, geil. Aber es geht geiler runter noch als so ein New England. IPA, klar. Mhm. Und auch, ich hatte es mit Scott jetzt letztens auch wieder, wir haben ein Session probiert, Session IPA, und waren beide wieder der Meinung, im Grunde ist uns das Pale Ale als Bierstil lieber. Ja. Also eben ein bisschen, weil das Session IPA ist ja oft so ein bisschen übermäßig stark gehopft für den eigentlich relativ schwachen Körper. Und ich finde die Pale Ales in der Regel, wenn sie gut gemacht sind, viel ausgewogener. Mhm. Also. Es ist ein famoser Einstieg, finde ich. Und schreibt ruhig mal, wie ihr das so findet. Ja, genau, Chat. Schreibt uns mal rein, wie gefällt es euch? Gefällt es euch gut? Ist es euch zu schwach? Irgendjemand hat was von der Force geschrieben, dass
hat, glaube ich, nichts mit Star Trek zu tun, oder? Ich kenne mich mit Star Trek nicht so aus. Das stimmt. Bei das Star Trek ist doch diese Wookies auch immer. Ja, das ist, mit den Neonröhren, die sie immer mit denen sie rumfuchteln. Ja, ist Star Trek. Ja. Hammergeiler Einstieg, schreibt Hauko. Sehr lecker, wie alles von Burnt Mill. Mhm. Siehste, Bum hat recht. Ich hatte gerade irgendeine Fruchtassoziation und dann habe ich irgendeinen anderen Quatsch gelabert. Hm. Jetzt muss ich nochmal rein da. Ich kann's, also ich finde, dass mich gar nicht so irgendwie eine spezielle Fruchtnote oder sowas anspringt. Es ist nicht diese typische Grapefruitigkeit. Nee, die ist nicht nee. Klar. Das ist ganz klar. Es hat auch nicht so eine kräuterische Note. Mhm. Es ist irgendwie so ein bisschen frischfruchtig, erinnert. Ich weiß es nicht genau. Das lag mir auf der Zunge. Schreibt mal, Passionsfrucht, ja, könnte sein. Zitrus. Ein Hauch von Zitrus, ja, aber nur ein bisschen. Mal schauen, haben die draufgeschrieben, was sie drin haben? Tropical und Berry Forward Backbone, ja, okay. Mhm. Zitrusaroma, aber... Ich dachte, ich hätte irgendwie Pfirsich. Ein Pfirsich hast du entdeckt. Aber das also ist es nicht. Aber... Gefällt mir. Es ist ein Trinkbier auch. Hm. Das ist tatsächlich dann auch so ein leichtes Trinkbier, das ich dann auch trinken würde. Weil das wäre mir dann schon eher was. Timo schreibt was von wässriger, aber das ist das, was ich auch meine. Es sieht schon wässriger aus. Es verhält sich wässriger, ja. Ohne das negativ zu meinen. Ne? Es ist einfach fluffig und nicht so mächtig, aber ich finde es fällt mir gerade schwer in diesem. Ich möchte es gerne in Worte kleiden und es gelingt mir nicht. Diesen Geschmack. Es ist nämlich nicht nur so tropisch. Nö. Es ist. Machen wir eine zweite davon auf? Oder? Müssen wir nicht unbedingt. Wir haben heute genug vor uns eigentlich. Wir haben noch ein paar Zwiebis eingepackt und so. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich würde einfach dabei bleiben. Es überrascht mich, wie ich es mag. Obwohl ich nicht genau sagen kann, warum das jetzt so ist. Ich finde, es hat einen super Körper, es ist kaum bitter im Abgang. Es ist frisch, es hat eine leichte Cremigkeit, mhm. überwältigt einen aber nicht, also ist nicht so fett. Eigentlich super geil. Und mich hätte das interessiert, dieses Bier vor 6 Monaten oder so. Irgendjemand meint es, ach, tatsächlich, der Horizont ist auch... Ist rau. Ja, das habe ich den Dose noch gar nicht in der Hand gehabt, richtig. Hm. Das ist ja schön was haftig, für mich. Ja, ne? Schön haftig. Was mich halt, das, was ich noch sagen wollte, was mich natürlich interessieren würde, ist, wie hat das Bier vor 6 Monaten geschmeckt? Da war Körper und alles war voraussichtlich noch genauso. Hm. Und war es da vielleicht noch ein bisschen knackiger, gehe ich davon aus. Aber ja. Aber die Haptik, ne, gefällt dir. Das ist was für dich. Aber das haben die immer. Ich stehe nicht so auf diese Vollfläche-Foto-Etikettierung. Das ist auch genau aus dem Grund, wie du schon gesagt hast, man erkennt ja kaum den Brauereinamen. Also wenn ich vorm Regal stehe, ne, dann sehe ich da irgendwie ein Foto und denke so, ja, könnte ja irgendwas drin sein, aber Bier ist es bestimmt nicht. Die Brauerei erkenne ich nicht. Und ich erkenne auch nicht, was es für ein Stil ist. Ich kann es kaum lesen. Mhm. Es ist etwas, was ich in meinem anderen Job auch immer predige. Wir machen ja häufig so Website-Analysen. Ne? So Zeug. Weiße Schrift auf hellgrauen Bildern. Ne? Richtig geil. Ist richtig geil. Kann man richtig gut lesen. Kann man. Und das ist noch okay. Das ist ausgewogen. Aber es ist kontrastiert schlecht. Mhm. Es ist dezent. Und dann weißt du halt nicht, ist hübsch, Sonnenuntergang. Aber es müsste einen noch ein bisschen mehr beißen. Ja, aber das ist halt der Trick. Ich sage halt, wir sind so cool, wir wollen nicht mal verkauft werden. Ja, ich verstehe das. Sehr sympathisch. Sie haben mir eben das Apfeldatum angegeben. Und das ist tatsächlich ja jetzt nicht mehr lange haltbar. Hm? Ich bin überzeugt, das hält noch 2 Monate länger. Und ja. Ich bin auch überzeugt, dass es aromatisch dem keinen Abbruch tut. Keinen großen mehr. In der aber Dose drin, bisschen, alles super. Ja, aber vielleicht ein bisschen mehr wäre es vielleicht noch gewesen. Aber es ist immer noch ein schönes Ding. Kann man sich nicht beschweren. Das Sonnenuntergangsbier 2021. Auf jeden Fall. Fände ich jetzt mal. Kommt jetzt schon das nächste? Ja, ich finde, wir haben genug dazu gesagt. Außerdem ist mein Glas leer. Und das ist natürlich ein Unding. Kann nicht sein, dass mein Glas leer ist. Deswegen machen wir als zweites, ich weiß, Leute, wir sind ein bisschen flott, aber hey,
Wir schaffen das. Ihr schafft das. Wir haben ich heute. Nicht auf die Frucht. Ich kann es auch nicht sagen. Jetzt. Ich habe die gerade am. Hast du sie gerade am Hacken? Es ist nicht Ananas, es ist nicht Mango. Schreibt mal bitte noch mal kurz ein paar. Wir müssten. Schreibt noch mal ein paar Früchte. Ja. Guave. Guave. Die haben wir heute auch noch zufälligerweise da. Boah, da also, können wir ja vergleichen. Vielleicht komme ich dann drauf. Ich gehe schon mal aufs nächste Bier so ein bisschen über. Ihr könnt ja mal ganz entspannt noch das zu Ende trinken, wobei das sich ja wegzieht wie eine Eins, ne, hier, was wir gerade hatten. Unser nächstes Bier ist der Hamburger Senatsbock. Wir haben heute eine etwas merkwürdige Bierfolge, aber also nicht so harmonisch wie die letzten war. Diesmal ein bisschen kontrastierter, aber das machen wir ja immer, dass wir mal so ein bisschen wechseln im Aufbau. Kaki. Oh ja, die ist, Kaki, die ist im Geschmack tatsächlich immer so ist sehr die zurückhaltend. Mit den, Die es auch als Charon gibt. Diese kleinen schwarzen Fleckchen im Fruchtfleisch. Die sieht von der Form oft so ein bisschen aus wie so manche Fleischtomatensorte. Mhm. Ist aber so orange in der Farbe. Ja. Danke. Also, das ist eine gute Sache. Kaki. Meine Kinder haben das mal phasenweise, essen die das gerne, Kaki. Und da, ich weiß nicht, da wird immer rumgenörgelt an diesen kleinen schwarzen Punkten. Mhm. Und dann haben die irgendwann gelernt, dass das so sein muss. Und bei jeder Kaki, die dann aufgeschnitten wird, wird gesagt, die schwarzen Punkte, die gehören so. Ja, Kaki. Das ist wichtig. Morgen ist Sonntag. Vielleicht schaffen wir es dann nachher noch. Ich kaufe mir. Kaufst du nochmal eine Kaki? Ich kaufe mir eine Ladung Kaki. Nein. Das ist super. Jetzt machst du das dann so wie Schiller, der in seinem Schreibtisch immer ein Schubfach voll alter Äpfel liegen hatte, weil der Geruch von langsam dahin gehenden Äpfeln ihn inspiriert hat. Ach so. Schiller war ein krasser Typ. Der war anders. Das ist der andere Goethe, weißt du? Kennst du noch? Ja. Ich kenne nur den Spruch, Goethe spielt Flöte. Schiller. Ja, oder Schiller sein. Manche sind dicht, andere sind dichter. Ja. So, also, wir haben jetzt den Senatsbock als Kontrastprogramm. Er heißt Bock. Willst du einen Schluck Wasser? Nee, ist ja noch gar nicht benutzt. Er heißt Bock, ist aber nicht besonders stark tatsächlich. Wir müssen mal drauf gucken, wie viel Prozent hat er. Ich glaube nur so 5,5 oder so. Ja. Genau. Aber 18 Stammwürze. Also das heißt, da müsste noch ordentlich Restzucker drin sein. Dann ist es definitiv ein Bock, weil der Alkoholgehalt ja erstmal nicht entscheidend ist. Genau, sondern aber ist ungewohnt, dass er so wenig hat im Grunde. Kurz zum Hamburger Senatsbock. Der wird immer als traditionelles Weihnachts- oder Wintergetränk gebraut von den Hamburger Brauereien. Früher war das eine ganz große Tradition und ist er eingeschlafen. Und seit ein paar Jahren wird es von den Hamburger Craft-Brauern wieder gemacht. Ja, 2014 oder 15 hat man damit angefangen. Es waren eigentlich traditionell immer 5 Brauereien. Hm? Man hat 5 Malze benutzt, wenn ich richtig informiert bin. Und inzwischen sind es 8 Brauereien. Ich glaube, diesmal haben nur 6 mitgemacht. Aber inzwischen sind es 8, also die Blockbräu und Albrecht und Gröninger, die traditionellen Hamburger Brauhäuser, aber eben auch die Crafter, Kehrwieder, Landgang, Wildwuchs, Überquell ist dabei und Buddelschip auch? Rassen. Ah, Buddelschip nicht. Buddelschip macht da, glaube ich. Die haben es gar nicht nötig. Die haben selber so gutes Zeug. Haben die eigentlich noch im, oder? Schon lange keine Lieferung mehr. Na, weil bei denen war doch irgendwie was von denen, dass die ihren Standort wechseln oder irgendwas war da. Ja, naja, egal. Wir hatten auch schon lange keine große Lieferung mehr vom Buddelschiff. Ja, aber gehen wir mal zu denen. Also es riecht tatsächlich nicht. Also von der Nase her würde ich sagen, es ist ein Stout. Ja. Ist so ein typischer Stout-Geruch, diese Kaffeeröstigkeit. Und zwar, es riecht schon auch ein bisschen süßlich. Hm? Es ist nicht dieses Irish Dry Stout-mäßige. Genau. Also ich würde von der Nase her würde ich sagen, ist ein Stout. Vom Schaum her würde ich sagen, ist ein Stout. Mhm. Aber es ist untergärig, oder? Also erstmal trinken wir jetzt. Schmeckt wie ein Stout. Wenn da nicht Senatsbock draufstehen würde. Schmeckt wie was? Schmeckt wie ein Stout. Schmeckt wie ein Sauer. Nee, Schmeckt wie ein Stout. Schmeckt eins, aber wie ein Stout, wenn mir das jemand, also das irgendwie wieder, wenn mir jemand zu mir sagt, hier, hast du mal ein schönes vollmundiges Stout. Hat auch eine schöne Röstnote. So Kaffeeschmelz Ja. Gefällt mir gut. Das ist das beste Wildwuchsbier, das ich seit langem getrunken habe.
Also bin ich, also für meinen Geschmack auf jeden Fall. Irgendjemand hat, hat keinen Senatsbock erhalten. Es kann sein, dass wir Alternativbiere, da müsste Björn mal einschreiten. Also Tonka trinken wir gleich noch. Tonka ist das letzte Bier, das kommt zum Schluss. Daniel, genau. nicht aufmachen. Also kannst du auch mal, vielleicht hast du mal zwei klar. Drin. Wir haben in letzter Zeit auch öfter mal das Problem, dass dann irgendwie Flaschen vertauscht worden sind. Im Versand? Also von unserem Versanddienstleister? Ja, habe ich. Ich weiß nicht, das ist immer die Frage, wer es genau, wer den Fehler verbockt hat. Das sagt natürlich auch niemand, das ist ja bei uns üblich. Wir haben so eine Fehlerkultur wie früher bei dem Bockbier, bei dem Eisbock. Ja? Mhm. Das ist ja die Legende, dass beim Eisbock der Lehrling vergessen hat, das Fass reinzuholen. Mhm. Und Fehlerkultur in der Zeit war, du säufst den Scheiß aus. Ach so. Und die haben wir? Wir haben auch so eine Fehlerkultur bei uns bei Brewkammer. Wer Scheiße baut, muss sich richtig einlöten. Echt? Aber macht ihr das immer heimlich? Okay. Wer hat das verbockt? Frag Carsten. Ja, das. Wer hat das verbockt? Ja. Also wer hat diesen Bock verbockt? Das hat viele verbockt, aber genau. Ich finde eben nicht verbockt, sondern es ist eine geile Interpretation. Ich finde gut. Es ist echt ungewöhnlich, dass wir so dunkel und röstig jetzt schon beim zweiten Bier sind. Ja, das auf jeden Fall. Also da haben wir heute, einen schönen Spielplan gekriegt, auf jeden Fall. Also hier steht halt auch nicht so viel drauf. Das ist leider so ein bisschen doof. Ja, also ich würde ich einem Kunden dieses Bier verkaufen, würde ich es ganz klar als Stout beschreiben. Ich würde es ihm eigentlich auch als Stout verkaufen. Mhm. Auch nicht als Porter, ne? Ich hätte... Wenn es eine englische Bezeichnung ist, muss es ein Porter sein, weil die Stärke noch nicht da ist. Wenn man es als englisches Bier gebraut hat und es als englisches Bier auch ansieht, muss es ein Porter sein, weil es da der Unterschied geht tatsächlich über die Stärke. Das ist ja stark, was die Standards sagen. Genau, aber nicht über Alkoholstärke. Alkohol. Genau, aber es gibt Stouts mit 5%. Das ist sowieso ein ganz... Diese Diskussion müsste man auch echt mal mit jemandem führen, der richtig sachkundig ist und aus England kommt. Was ist eigentlich... Zur Hölle genau der Unterschied. Früher war das klar, ne? Wir haben einen Stammkunden, der kann das genau. Der ist exakt, der macht nur englische Biere und ist übelst und gießt da volles rein und der sagt, das ist zwar nicht verpflichtend, aber er sagt. Das halten sich eben auch nicht alle dran. Ja, manchmal deswegen. Heißt ein Stout Porter, obwohl genau, es genau, Stout genau. Wäre. Ja. Aber er sagt, es gab da eigentlich statistisch mal, historisch gab es da mal so eine Unterscheidung. Historisch. Und so weiter. Und da gibt es da schon Porter, was. Aber im Grunde. Stärkeres. Also ich würde insofern sagen, da muss aber auch echt irgendwas nicht stimmen mit der Stammwürze und dem Alkoholgehalt und so süß ist es nicht. Erstaunlich. Vielleicht ist es, weil das Malz so unfassbar röstig ist, dass es uns dadurch einfach nicht so süß vorkommt. Hm. Aber ich finde eben auch, wenn man so sehr röstige Stouts, nenne ich mal, in der Stärke, ja, mit 5,5, wenn die so stark röstig sind, dann sind die oft ein bisschen sehr dünn. Es kommt mir manchmal so ein bisschen sehr dünn vor. Im Verhältnis zu den Imperial Stouts sind sie auf jeden Fall. Ja, oder halt auch zum Beispiel ein Porter, das ähnlich ist, aber irgendwie süßer daherkommt, kommt mir dann immer nicht so dünn vor. Was ich gut finde, ist, wir sind eigentlich, wenn wir jetzt sagen, das ist ein Stout, und es hat 5,5%, dann sind mir die Stouts oft, kennst du noch das Extra Stout oder wir hatten auch noch ein paar andere? Von Simeon. Von Simeon, wir hatten auch noch auch immer wieder mal andere Stouts. Und da waren die mir oft ein bisschen... Ich hätte mir mehr Fülle gewünscht. Und dieses bisschen extra Fülle sozusagen, vielleicht auch ein bisschen mit etwas Süße, finde ich hier. Also ich bin zumindest zufrieden damit. Also. Das ist ein tadelloses Bier. Du sollst nochmal röstig sagen. Du rollst du das R eigentlich aus dem Fränkisch? Nee, sowas meine ich nicht. Röstig. Aber wir zünden hier gleich einen Ring an, dann springe ich da durch. Das ist kein Problem. Ja, wäre auch mal... Wir können ja mal wieder stacheln. Ja, das wäre mal eine Sache. Da hätten wir auch gut stacheln können. Ja, aber ja. Ich habe das neulich mal gemacht hier. Ne? Ich hatte ein Testing mit am letzten Dienstag. Ja. Da habe ich ganz spontan mir schön eingestachelt.
Am Dienstag hier, hast du hier gesessen? Und habe ich hier gesessen, habe das Stachel-Set geholt aus der JVA Castrop Rauxel. Ja, das Gute. Und, das holen wir immer direkt aus der JVA. Und das, was du, dieser Brenner, tadellos funktioniert. Mhm. Am Anfang ist er ein bisschen... Der hat ein bisschen Schluck auf am Anfang. Und dann genau, läuft und dann haben wir schön, das war richtig, man sieht es leider in einem Video nicht, wir haben es auch nicht aufgenommen, war ja ein internes Tasting mit meiner Firma. Ich hatte eine richtig schöne, rot glühende Kugel. Mhm. Ich habe sie einen Tick zu lange reingehalten. Mhm. Und dann hatte das Problem, ganze Bier. Und ich hatte auch nicht mehr genug Volumen. Also man muss beim Stacheln eigentlich ein ganzes Bier haben. Ja, einen halben Liter am besten. Und dann, dass das die Hitze ein bisschen puffert. Ja. Sonst hast du das war, das war warme Suppe. Man will ja eigentlich nur im Kern so ein bisschen erhitzen, karamellisieren, raus damit. Und dann das Bier soll eigentlich noch kühl bleiben. Genau. Ja. Jetzt ist die große Frage nach der Schüttung. Ja, das ist nämlich das, was wir auch gerne rauskriegen würden. War irgendwer bei dem Tasting von der Posthalterei, da wurden die ja, glaube ich, alle durchgetestet. Ist es richtig? Haben wir da jemanden da gehabt? Ich meine, gehört zu haben, dass die alle 6, also dieses Jahr sind es ja 6 Senatsböcke, Boxe. Ja, und wir wissen eben nicht, wir wissen eben nicht, ob die jetzt tatsächlich genau die gleiche Schüttung nehmen, weil die ja auch sehr unterschiedliche Biere haben. Ich hatte ja mal gehört, das wäre so. Annette schreibt gerade, ja genau, alle 6 nutzen die gleiche Schüttung. Aber sie nutzen nur die gleiche Schüttung. Also. Sie meischen nicht auf die gleiche Art und Weise. Das kann gleiches Rezept für alle. Okay. Krass. Okay, und dann machen die halt zum da Schluss... Da kommt so unterschiedliches voraus. Aber ja gut, es ist ja nur die Schüttung, das ist ja quasi nur sozusagen die Teigmischung. Genau, ja? Aber genau. Also das trotzdem. Mhm. Stärke, einige hopfen das, einige Fasslagern, das mache ich so. Genau, manche haben Fasslagerung gemacht. Also eigentlich eine ganz schöne Idee. Fängst mit dem gleichen an und kriegst unterschiedliche Sachen raus. Also gefällt mir gut die Idee und ich bin ja nicht so ein großer Wildwuchsfreund immer, aber das würde ich tatsächlich gerne. Das könnte ich nochmal trinken. Also ich würde es auch einem klassischen deutschen Doppelbock, dunklen Doppelbock, würde ich das vorziehen. Mhm. Kommt drauf an, was man will, ja. Ja, aber also grundsätzlich erstmal. Grundsätzlich ist mein persönlicher Geschmack... Ja, du bist für die schlankeren Sachen. Ja, schlankere Biere, dieses süßlich-fette vom Doppelbock. Und ich bin aber eigentlich, und das ist ungewöhnlich, ich bin eigentlich nicht für Röstaromen. Aber die sind hier sehr... Die gefallen dir. Die schmeicheln meinem Gaumen. Mein Glas ist schon wieder leer. Willst du ein Zwischenbier machen? Ich mache jetzt ein Zwischenbier. Wir wollen ja da draußen die Leute nicht zu stark durch die Biere peitschen. Und da müssen wir ein kleines Zwischenbierchen dazu trinken. Oh, das ist ja was. Zwiebi. Wir können ja auch mal schreiben, was ihr so zwischenbiert, wenn ihr das denn tut. Oder ob ihr jetzt sozusagen nachholt. Mhm. Wir trinken ja immer zu zweit. Genau, dadurch sind wir ganz, ganz entspannt. Eigentlich trinken wir zu dritt. Naja, bumm, du trinkst schon locker für 1,6 Leute und ich für... Ach so, meinst du? Ich würde denken, dass ich für 1,3 Leute trinke. Und was machen wir in den letzten 0,1? Naja, Periode. Okay. Ein Drittel, okay, ein gut. Zwei Drittel. Wäre jetzt so meine. Also Trinkgeschwindigkeit, die du hast, ist ja sozusagen für 3 Leute. Mhm. Aber Menge würde ich sagen, schaffst du 1-2 Drittel. Das ist ja für 2 Leute. Bin ja ein bisschen zurückhaltend. Ja, genau. Wir haben als Zwiebi haben wir von Ale Mania das Gupaso. Ale Mania aus Bonn haben wir eine Lieferung gekriegt. Irgendwie lange nicht getrunken. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich es überhaupt mal getrunken habe. Oh ja, hatten wir früher öfter. In einer schönen Flasche, als es noch... Wir hatten, glaube ich, sogar das Zeug ganz, ganz am Anfang. Ich müsste jetzt mal die Computer bitte abrufen. Erinnerungen von 2014. Wir hatten auch ganz, 2014. ganz... Ja, als wir da habe ich noch nicht gearbeitet. Ja, aber wir hatten ganz früher mal auch, glaube ich, Fritz Ale. Hieß das. Ist noch ein Schluck? Ja, bitte. Aber nur ganz klein. Fritz Ale. Von Fritz? Fritz Wülfing ist Ale Mania, musste seinen Namen ändern wegen den Cola Boys.
Wir haben gesagt, Getränke mit dem Namen Fritz, das sind wir. Du musst was anderes machen. Und dann hat er sich auf Ale Mania umbenannt. Und wir hatten, ich habe auch ein Video noch bei YouTube. Und ich meine, es ist irgendwas Gosiges. Ich glaube, meine erste Gose ist von Fritz Ale beziehungsweise Ale Mania gewesen. Müsste ich jetzt aber YouTube nochmal nachgucken. Aber ein Urgestein. Ein Urgestein von damals. Des Craft Beers. Ja, also ja, von damals. 2014 ist ja schon damals in. Das ist schon damals. Aber Fritz Wülfing macht das, glaube ich, schon 20 Jahre länger. Ach was. Der war also ja, der wirklich, Craft Beer Welle der ist, weit der voraus. Der Craft Beer Welle eine Dekade voraus. Schenk dir noch ein bisschen mehr ein, weil das Bier ist definitiv was für dich. Aha. Das habe ich schon gerochen. Oh ja. Lass uns mal dran riechen. Man riecht es auch jetzt schon recht kräftig. Du hast diese richtig Pastry Sour. Monstermäßige, diese Laktose. Ja, diese unfassbar fruchtige Säure, die ja, die Guave, wenn ich nicht wüsste, was da drin ist, könnte ich es nicht sagen. Weil ich nicht, nee. Weil ich Guave, mit Guave habe ich im Grunde nichts am Hut. Ich kriegt man bei uns so selten, wächst schlecht. Aber es hat. Es riecht. Ob ich jetzt diese Laktosigkeit nee, genau, das da noch rauskriege aus dem Geruch, da wage ich jetzt mal dran zu zweifeln. Bei manchen Bieren kriegt man das ein bisschen stärker raus, aber. Also es riecht toll. Also für euch nochmal zur Zwischeninformation. Wir trinken ein Bier, was ihr nicht habt. Ja. Das nennen wir Zwischenbier. Weil wir immer denken, dass wir von der Trinkgeschwindigkeit so ein bisschen genau. Vielleicht zu schnell sind und jemand eine Pause braucht oder so. Ihr könnt auch ein Zwischenbier trinken. Mhm. Also das ist so, ihr könnt auch inzwischen Schnaps trinken. Ihr könnt auch zwischendurch auf Toilette gehen oder ihr macht euch eine Pizza warm. Das ist sozusagen unsere Möglichkeit, hier weiter Programm zu machen, ohne direkt sozusagen im offiziellen Spielplan weiterzugehen. Genau, und die Idee ist auch dabei, dass wir auch ein bisschen getrunken werden. Ne? Genau, ja. Also ich habe zwei Zwischenbiere eingepackt. Heute geben wir ein bisschen Gas. Mhm. Also ich muss sagen, ich finde es schön. Es ist so sauer, wie es riecht. Es ist überraschend unsauer. Es ist natürlich trotzdem sehr sauer, aber ich habe Saureres erwartet. Mhm. Und ich finde es... Boah, ist das geil. Ich finde es wirklich... Es hat so eine leichte Gebäckigkeit zum Schluss noch. Mhm. Also die auch so ein bisschen im Mund bleibt. Ich finde, der Geschmack, den ich jetzt gerade im Mund habe, der erinnert mich an diesen billigen, diesen bunten... Puffreis-Dings, die man so im Beutel so ganz, so ganz leicht. Dieses Zeug, das ist ganz schlimm. Ja. Ist das Reis? Diese Kugel? Das ist, glaube ich, einfach so Stärke, auf so wie Pombeeren auch keine Kartoffeln sind, sondern ne, sowas in der Art. Mhm. Und das habe ich noch so zum Beispiel, also diese Pastry-Nummer ist definitiv ganz leicht da. Die Fruchtigkeit ist da, die Säure ist lang nicht so dominant, wie ich das gedacht hätte am Anfang. Nee, also ich finde, hätte viel, viel mehr. Ich hab befürchtet, dass es viel schlimmer ist. Mhm. Deswegen habe ich dir auch so viel eingeschenkt. Mhm. Schade. Ja, so ist es. Ich muss sagen, es ist auch hier, ich bin bisher von der Verkostung sehr überrascht. Das ist ja jetzt nicht offiziell Verkostung, aber trotzdem eins der besseren Sauerbiere, die ich die letzten Wochen oder Monate getrunken habe, ganz klar. Also für meinen Geschmack ist es ja noch nicht mal sauer. Ja, okay. Ja. Aber es hat Säure, auf jeden Fall, im Verhältnis zu anderen. Es ist unglaublich freundlich. Harmonisch. Ja, es ist echt freundliches Sauerbier. Easy. Das holt mich natürlich auch ab, weil ich gerne entspannt trinke. Ja, weil du so ein harmoniesüchtiger Typ bist. Bin ich. Bin ich wirklich. Nein, bin ich überhaupt nicht. Aber ich mag es gerne gefällig. Ne? Es ist ein gefälliges Bier. Und trotzdem interessant. Es ist nicht langweilig, es ist nicht öde. Es entzieht sich auch tatsächlich ein wenig einer Kategorisierung, weil es ist nicht
echtes Sauerbier. Dafür ist es nicht sauer genug. Genau. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich es mir kaufen würde. Davon ist es noch zu weit entfernt. Aber es schmeckt wirklich überraschend, überraschend gut. Das kann ich sagen, für jemanden, der es nicht mag. Also gerade wer die traditionelleren Sauerbiere grundsätzlich nicht so richtig mag und auch die etwas peitschigeren, also zum Beispiel so eine Berliner Weiße mit Frucht, kann, die ist zwar nicht so funky stinkig wie jetzt irgendwas Belgisches oft, aber die hat eine wesentlich aggressivere Säure. Ja. Und das ist eben hier ein bisschen gebrochen. Und dadurch kommt es wirklich schon in den Bereich, wo ich sagen kann, gefällt mir. Also sagen wir so, wenn ich sage, ich mache eine Verkostung heute irgendwie so für den privaten Bereich oder ich plane eine und da muss jetzt ein Sauerbier rein, aber irgendwas, womit ich auch glücklich wäre, dann würde ich da schon eher dazu tendieren. Kannst du noch an die Pflaumenkirsche vom letzten Mal erinnern? Ja. Oh, ja. Da gefällt mir das besser. Die Pflaumenkirsche vom letzten Mal. Ganz schwer vergleichen. Ja, aber ich weiß noch, die war härter. Absolut. Die war deutlich saurer. Ja, eine richtig astringierende Säure, wo man so. Und war auch nicht funky. Nee, also war nicht stinkig, war nicht irgendwie faulig oder so in den Aromen. War auch in der Hinsicht ganz, ganz erfrischend. Aber hier, durch diese. Ich finde es ein bisschen runder. Es ist total rund. Es ist absolut rund. Es ist aber Pastry, finde ich jetzt. Also. Und der Pastry, das kommt natürlich auch, weil man, das haben auch Leute schon thematisiert, Pastry Stout ist ja eigentlich gerade so der Shit. Da hat man natürlich viel, viel dessertmäßigere, vollere und schokoladenaromatische mit irgendwas Mandeln und tralala. Und wir kriegen auch schon, also Björn hat gerade schon geschrieben, wir kriegen auch von Amundsen genau. Wir haben es hier, ich habe es gestern getrunken, es ist das Amt von Amundsen, was Sie darüber gerade geredet haben, ist der Oberhammer. Es ist ein verflüssigter Kuchen im Grunde. Ja, aber das ist nämlich genau das. Ja, das ist ganz anders als das Pastry, hier. Und genau. Der Pastry versteht man flüssigen Kuchen und das ist das halt nicht. Nö. Es ist aber ein Pralinchen, ne? Also ja, so ein sauer Pralinchen. Ja. Es gibt ja auch so Dinger, wo es ein bisschen säuerlich ist, ja, wo dann so irgendwie so weiße Schokolade und innen drin hast du dann vielleicht irgend so was ganz, ganz säuerliches, zitroniges irgendwie so innen drin. Also, lange Rede, wenig Sinn. Große Empfehlung. Also gefällt mir. Ich gerade Ale Mania sofort positiv schon mal eingepackt. Das kann ich mir schon mal merken. Also ich, wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass wir es mal daher hatten, seitdem ich da war. Dann war das wirklich ganz am Anfang und dann ist es irgendwie rausgefallen. Oder vielleicht hatten wir es mal im Members Club oder was auch immer. Also, aber es kann sein, dass es schon mal hier war. Man könnte es ja im Online-Shop nachschauen. Wenn sie im Onlineshop auftaucht. Also das hier? Nein, ein Ale Mania. Ja, wenn Ale Mania im Onlineshop steht, dann war es schon mal hier, aber vielleicht habe ich es einfach vergessen. Das passiert ja oft. Weißt du was? Ich war vorher nicht auf. Ich muss mal kurz pipi. Das ist in Ordnung. Hast du einen Döner gegessen? Nein. Ach, das auch nicht. Auch nüsst deinen Magen auch noch. Mensch, du bist aber heute mutig. Ja, dann. Ich habe Salat gegessen in der Vorbereitung. Das ist nicht gut. Vom Salat schrumpft der Bizeps. Solange andere Sachen nicht tropfen müssen, das ist wichtig. Mein Bizeps ist mir so schnurre. Da ist auch nicht viel, was schrumpfen kann. Das stimmt. Aber an anderer Stelle würde ich mir Sorgen machen. Das ist richtig. Also wir hatten jetzt unser Zwiebi und wenn ihr jetzt mit uns im Kontext weiter trinken wollt, dann kommt jetzt dieser wunderschöne grüne Dackel von Sudden Death Brewing. Sudden Death Brewing ist ja immer bekannt für monströse Hopfengranaten. Und den Hund hatten sie auch schon mal, also den gab es jetzt schon, das ist schon der zweite oder dritte Sud. Ich weiß gar nicht, ob das draufsteht. Batch Number 2 steht da oben drauf, alles klar. Also der zweite Sud vom Hund. Der letzte war dann wahrscheinlich letztes Jahr. Und ja, da schauen wir jetzt gleich mal rein. Lars hat jetzt sein Glas nicht ausgetrunken, aber ich schenke mir schon mal ein, ja. Und dann gucken wir mal. Da hat so ein bisschen gezischt hier. Es steht drauf New England IPA. Also optisch würde ich bei diesem Bier sagen, es ist ein klassischeres IPA, eher West Coastig.
Der Schaum ist ja, vorhanden. Ich habe aber auch ein bisschen schwungvoll eingeschenkt. Ich schüttel auch immer den Bodensatz auf und hoffe, dass es noch ein bisschen trüber wird. Das kann es manchmal sein, also wenn das Bier irgendwie lang gestanden hat und viel. Ja, jetzt wird es ein bisschen trüber. Der Schaum ist, also es ist immer noch nicht so richtig. Also es ist von der Optik her nicht so richtig krass New England Style. Ich würde das wirklich eher in die traditionellere American IPA Richtung oder ein etwas trüberes West Coast einordnen. Ja, also hier steht schon, Olli, also das ist Oliver Schmögel, der Chef, der Brauer, naja, Brauer ist er nicht, aber einer der beiden Eigentümer von Sundev hat es wohl bei Untappd schon reingeschrieben, dass es, dass die wohl mit dem Tank nicht so ganz klargekommen sind und da es nicht ganz, optisch nicht ganz dahin kommt. Wo es sein soll, ist aber nicht so schlimm. Tatsächlich, wenn es geschmacklich weiterhin top ist, ist es sogar eine Aufwertung, weil viele New England Style IPAs durch ihre extreme Trübe sind teilweise gar nicht so hübsch. Wenn also die Optik, aber ist ja auch egal. Also letztlich soll es ja schmecken. Also Geruch her, ihr kennt mich, ich bin nicht so der super gute Hopfenriecher, das war ich noch nie. Also ich habe eine leichte Beerigkeit, eine leichte, minimale Kiwi-Mäßigkeit. Ein bisschen Ananas. Was würdet ihr so riechen? Kriegst du mal einen Schluck in ein anderes Glas? Ich brauche erstmal Wasser. Ja, alles kein Problem. Zack. Haben wir jetzt, achso, wir sind beim Sudden Death jetzt. Genau. Also haben wir schon gesagt, Holunderblüte, ja, Ananas. Ananas, ich kriege auch ein bisschen Ananas. Holunderblüte finde ich immer gut. Wir haben auch schon gesagt, es ist optisch nicht so optimal. Das hat Olli Schmögel auch schon zugegeben. Es sieht nicht aus wie ein sehr grobporiger Schaum. Ne? Ein sehr grobporiger Schaum und auch von der Trübung her nicht New England-Style-mäßig. Aber ich habe schon gesagt, eigentlich gefällt mir die Trübung rein optisch sogar besser. Ja, es erinnert eher so an etwas Traditionelleres, beziehungsweise ja, an West Coast. Ja. Ja, wobei West Coast ja eigentlich eher noch Müsste noch klarer sein. Die Farbe ist, finde ich, zum Beispiel auch nicht so typisch New England. Die sind nicht so gelb. Ja, genau. Aber ich finde es, dadurch, dass es nicht so trüb ist, viele extrem trübe New Englands fangen ja dann auch an, schon so gräulich zu werden, weil zu viel Trübstoffe drin sind. Wohl sein. Ja. Dann mal gucken. Also, soweit. Birnchen habe ich ja auch gehört. Perlt mir nicht genug. Ja, okay. Hat quasi keine Kohlensäure. Ja, also es ist tot. Das kann man sagen. Mhm. Es ist tot, aber ich finde es von der Aromatik her im grundsätzlichen Sinne ist es, glaube ich, schon das, wo sie in etwa hin wollten. Ja, also das schmeckt so wie das, also weiß man ja mal nicht, aber so wie so ein Sir Barks a Lot. Wie man sich sonst erwachsen vorstellt. Also wenn man so einen Hund nimmt und durch den Mixer jagt, ja, dann schmeckt der ja, so. Genau. Bitterorange, ja. Mhm. Ja, stimmt. Genau. Timo Klug, da hast du recht, das hatte nämlich auch schon mal der Doomboy. Der Doomboy war auch vom Geschmack her schön hopfig, auch angenehm fruchtig. Und hier haben wir also wieder so ein Problem. Das Wet Bandits auch noch, ja. Also in letzter Zeit scheint es öfter tief zu gehen, ja. Aber da ist irgendwas im Nachtrunk, was mich. Ja, im Nachtrunk ist es mir eh immer zu bitter, aber das ist. Nee, es ist nicht bitter. Das ist was anderes. Das schmeckt auch so oxidiert ein bisschen. Ja, also ich bin nicht der Meinung, dass es ein guter. Es ist kein Volltreffer. Nee, es ist kein guter Botschafter für die Marke, würde ich sagen. Es ist kein guter Markenbotschafter, dieses Bier. Oh. Dafür ist er zu viel daneben gegangen und es ist eben in letzter Zeit öfter mal passiert. Vielleicht kriegen wir Olli ja sogar mal hier mal rein und dann kann er uns ja mal erklären, woran es denn so hakt. Und er kann uns eigentlich, das weiß ich schon, die haben jetzt endlich einen Standort für ihre Brauerei gefunden. Ja, in Lübeck. Ja, habe ich das auch gesehen. Das wäre erst recht ein Grund. Und zwar ein geiler Standort. Ja, sieht auch hübsch aus, aber das ist alles. Klar, schon. Ah ja, okay. Aber ich würde sagen, das thematisieren wir jetzt nicht groß, weil
Wenn, dann schauen wir mal, vielleicht kommt er nächste Woche dazu, da haben wir nochmal was von denen. Und dann kann er ja mal erklären, wie das bisher abläuft. Und dann kann er darüber ein bisschen reden und kann es mal erklären, warum das so ein bisschen in letzter Zeit öfter so ein bisschen schief läuft. Ja. Also ich finde, am Anfang hat beim ersten Mal ein bisschen mehr gebellt. Ja, Carsten sagt auch, der erste Batch war sehr lecker. Ja. Es sind so viele, ich kann mich ja teilweise schon nicht mehr an die Sudden Death Biere vom Januar erinnern. Von daher ist es immer so ein bisschen, ich bin da nicht so voll. Je länger es dauert, umso mehr verschwinden die alle. Dann sind nur noch einzelne, die ich mir so merken kann, wo sie besonders genial geschmeckt haben, was es mir gefallen hat. Ich bin da nicht so fit. Deshalb habe ich hier mein Logbuch. Ja, ja. Sternzeit 2021. Dann kann der Computer kann das abrufen. Und dann gehe ich ins Holodeck. Und dann guckst du nochmal zu, wie du vor zwei Jahren selber dabei Sir Barxalot getrunken hast. Und was ich dabei gefühlt habe. Ist natürlich teuer, so eine Technologie. Aber ist es aber wert, Leute. Ist es wert. Ist es wert, ja. Na, das ist eine gute Sache. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr positiv eingenommen von den drei Bieren, die wir bisher getrunken haben. Das ist jetzt, vielleicht ist das, ganz ehrlich, aber auch immer das Problem in so einer Reihenfolge. Ne? Ich habe das neulich mal mit nach Hause genommen. Ja, hätten wir jetzt drei Scheißbiere gehabt. Hab das einfach als erstes Bier mit gutem Zug. Also das finde ich zum Beispiel auch, läuft. Ja, extrem. Läuft gut. Und da hat mir das viel besser gemundet. Also als ich das als erstes getrunken habe und einfach nur so gar nicht so viel drüber nachgedacht habe, wobei das untypisch ist für Sudden Death Biere, dass man nicht darüber nachdenken soll. Nee, Sudden Death Biere sind normalerweise keine Biere, die man als Erfrischungsbierfreund einfach wegzieht. Ja. Also in der Regel hauen die schon hart drauf. Ein bisschen metallisch, ja, schmeckt ein bisschen nach Hund. Also ich finde aber eher nach Dackel. Genau, Alfo, die sind in Lübeck. Der neue Standort wird in Lübeck sein. Müsste man bei denen auf die Facebook-Seite gucken, da zeigen sie auch schon Fotos. Ja, das ist genau. Diese, wie heißt das denn? Boah, wir kommen die Früchte nicht, wir kommen die... Es ist ein Veranstaltungszentrum. Irgendwie so alte Gebäude eben. Sieht ja, nach, ich bin da schon gewesen zu Veranstaltungen. Das ist die... Jahrhundertwende aus... Gollan-Werft. Gollan-Werft. Richtig coole Location. Das ist ein großes Gelände, aber da gibt es eine zentrale Veranstaltungslocation und irgendwo da drumherum kommt die dann eben. Ja. Es gibt ja in Lübeck gab es ja auch noch, gibt es ja auch noch so eine andere Brauerei, Anders Ale. Hat jemand was gegen Lübeck? Das kann sein. Klaus, hast du was gegen Lübeck? Lübeck ist doch dieser Vorort von Kiel. Ich glaube ja. Das ist. Das stimmt. Das ist so wie Eckernförde, glaube ich. Nur größer. Ja, genau. Das ist so wie Eckernförde. Das ist der beste Mecklenburg. Genau. Ja, komm, das ist nicht diese. Ja, ist mir auch völlig egal. Du kannst auch gar nicht. Nein, es geht auch gar nicht um Gefühle. Es ist nicht mal im Ansatz lustig. Was? Die Feindschaft zwischen Kiel und Lübeck? Nein, das ist überhaupt völlig nicht langweilig. Uninteressant. Nein, das kannst du nicht verstehen. Ja? Da schreibt schon jemand. Das geht auf Jahrhunderte. Lübeck als die Hansestadt, Kiel, die man ausgeschlossen hat. Jetzt ist Kiel die Landeshauptstadt. Die Lübecker hadern seit ungefähr 700 Jahren mit ihrem Schicksal. Wieso war Kiel ausgeschlossen? War Kiel, Kiel also ist aus der Hanse rausgeflogen. Achso, haben sie gesoffen oder was? Nee, die haben richtig Scheiße gebaut. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber Also ich finde das herrlich. Ich finde diese Kiel-Lübeck-Nummer, ich mag die Lübecker total gerne. Das sind super Leute. Das sagen solche Leute immer. Sagen sie, ich war im Widerstand. Ich hatte gar nichts gegen die Juden. Ja, das sind immer die gleichen Sprüche. Aber ja, so wie Bayern und Franken, keine Ahnung. Das kriege ich auch eher mit, seitdem ich weggezogen bin, tatsächlich. Dass die Bayern und die Franken sich so dissen? Ich glaube, das kriegt man in Franken gar nicht mit. Ne? Das ist also zumindest aus dem Teil, wo ich komme, nicht so. Das ist mir alles immer ziemlich... Als Hamburger lächelt man dann nur drüber, das ist sowieso klar. Ja. Das ist eh klar. Ja, aber das Gute ist ja, im Moment können die Lübecker und die Kieler sagen, guckt euch mal die Flensburger an, die haben ein Problem.
Weil die alle gerade durchdrehen. Ja, die haben alle jetzt hier die britische Mutante. Ja, und? Und zack. Ja, und jetzt? Ausgangssperren. Ja, schade eigentlich. Und das ist gerade im Winter, wo in Flensburg wirklich der Bär steppt. Ja, gut. Aber ja. Ja. Seit einer Minute darf er nicht mehr raus. Ist ja mega geil. Ja. Ist ja. So. Flensburg ist. Und es ist nicht witzig. Da ist wirklich eine hohe Inzidenz und da ist eine große Ansteckungsgefahr. Hm. Ist es denn auch gefährlich? Ja, ist die nächste Frage auch, ist es denn auch gefährlich? Also zum Beispiel die südafrikanische Variante ist auch sehr ansteckend und angeblich nicht so gefährlich. Das ist so eine Sache. Die britische, aber ist es, glaube ich, ist aber auch völlig egal. Ja. Lasst euch nur einsperren. Lasst uns nicht über Corona reden. Covid. Lasst uns lieber noch ein Bier trinken. Und zwar ein Zwiebi, Leute. Ein Zwiebi. Ich finde es zu früh für ein Zwiebi. Aber wir hatten dann werden wir jetzt, wenn wir jetzt kein Zwiebi trinken, dann kommen wir zum Black IPA und dann brauchen wir danach kein New England. Oder wollen wir es machen? Dann lassen wir das Zwiebi unter den Tisch fallen und gehen gleich zum Black IPA. Was meinst du? Nach dem Black IPA kommen wir in Tonka-Bohne. Wie ist denn das mit euch? So Zwiebi, alles klar. Dann Zwiebi, das ist eine demokratische Frage. Das ist voll angesprochen. Ja, das ist wichtig. Es gibt als Zwiebi, ich halte es erstmal hin und dann stelle ich es drauf, noch was von Ale Mania. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon frische Lieferung haben, dann nehmen wir heute einfach mal zwei Ale Manias rein. Und zwar ein New England IPA, weil mir eben schon ein bisschen geflüstert wurde, dass der Hund vielleicht gar nicht so spektakulär ist, wie erhofft, habe ich mir gedacht, jetzt probieren wir gleich mal danach eins von Ale Mania und schauen mal, wie es so ist. Bist du auch dafür? Ja. Du bist auch dafür, du machst eh alles mit, ne? Jemand möchte True Brew, aber wir machen jetzt erstmal schnell noch. Ja, genau. Es ist ja auch erst 21 Uhr. Ja, wir haben heute ein schönes Tempo vorgelegt. Was haben wir denn noch? Wir haben noch zwei Biere eigentlich offiziell, kann das sein? Ja. Offiziell haben wir noch zwei. Aber wir trinken jetzt erstmal das. Wir sind ja auch schnell am Start. Aber ich finde, dann können wir die zwei letzten, da können wir auch mal ein bisschen. Wir haben ja dann auch noch einen Gast hier. Das zieht sich ja eh immer hin. Wenn man einen Gast hat, dann will man ja mit dem ein bisschen länger reden. Dann dauert das ein bisschen. Es ist halt. Du meinst, wir werden zu betrunken und können keine ordentliche Gesprächsführung mehr halten? Doch. Okay. Wir trinken ja eigentlich auch nur Synthem. Das ist der nicht funktionierende Alkohol aus Star Trek, Stardings, ihr wisst schon, Kostümfest. Ich habe neulich eine Folge gesehen, wo sie den alten, den Scotty, also die Next Generation, das muss ich kurz, geht eine Folge, guckt euch die mal an, die ist zum Schießen. Da holen sie quasi Scotty, der ja quasi 100 Jahre vorher war, den holen sie, der hat sich in so einer Transporterschleife irgendwie. Und dann muss er den Alkohol trinken. Und dann kommt er in diese Next Generation, in das neue, nächste Jahrhundert, in das 24. Jahrhundert und ist halt alt und checkt auch irgendwie nicht mehr so viel. Und zu allem Übel gibt es nicht mal mehr richtigen Alkohol. Das ist hart. Das ist hart auf jeden Fall. Und dann knüppelt er sich schön auf dem Holodeck und dann wird die alte Enterprise wird generiert, auch wirklich originalgetreu. Und dann sitzt er da mit Captain Picard und Captain Picard noch irgendeinem romulanischen Brandy oder keine Ahnung. Romulanisches Ale. Es ist ein irgend so ein Brandy auf jeden Fall, oder ein Whisky. Und dann knüppeln sie sich auf dem Holodeck schön einen rein. Und am nächsten Tag sind sie beide verkatert. Sehr vorsichtig. Also das, bei all dieser Utopie und dieser ganzen heilen Weltgeschichte. Da muss das ist ein Moment. Realität. Wo Star Trek. Aber das ist natürlich auch so eine Sache. Normalerweise müsste es ja bei einem Star Trek so eine Tablette geben, die sofort den Alkohol im Körper auflöst, alle Nebenprodukte sozusagen auch auflöst und dann gehst du einmal pissen, dann ist die Sache vorbei. Ja. Dann trinkst du noch deinen. Muss ja nicht mal mit der Tablette machen. Genau. Mit ihren Trikordern. Ja, und dann das ist alles vorbei. Ja. Das ist geil. Ja, blaue Hunde in Russland fällt mir da ein. So, wenn ihr das wissen wollt, gebt mal ein blaue Hunde Russland. Das ist gerade heiße Scheiß. Also, jetzt lasst uns erstmal dieses Bier probieren. Es ist fruchtig. Es sieht aus wie in New England, es ist trüb. Es ist das, was der Hund hätte werden sollen. Ja.
Schade. Simcoe Citra Mosaic. Also, ja, Ale Mania. Vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht mal eine Verkostung oder so reinnehmen, wenn sich das irgendwie ergibt. Wir haben das jetzt per Post gekriegt, das Zeug von denen. Das ist ja das Gute, die Dosenabfüllung erlaubt ja Postversand. Besser. Postversand und Direktbezug in der Brauerei. Frischere Sachen, neue, mehr Vielfalt. Also sowas, das wäre, wenn, muss man natürlich mit Scott mal das besprechen, aber sowas, dadurch kann man halt mal relativ spontan sagen, wir nehmen mal zwei Sorten Ale Mania in der Verkostung rein, wenn es uns gefällt. Das ist immer ganz schön, sowas. Ich glaube, die True Brew Sachen haben wir auch bei Post gekriegt, aber das können wir gleich nochmal besprechen. Bin mir da nicht so sicher. Ja, also sehr weich, null bitter, relativ schlank. Hat 6,8, also es ist tatsächlich für das, dass es 6,8 hat und relativ viel Hopfen und so trüb, ist es recht, recht flüssig. Okay. Die gibt es manchmal auch wesentlich fetter, wesentlich breiiger, diese New England Styles. Hafermalz aber auch mit drin? Wow. Hafermalz ist drin, finde ich aber in Ordnung. Ist ein gültiger Versuch, also da kann sich keiner beschweren. Jetzt, ob jetzt der eine sagt, ich hätte es gern ein bisschen härter, ich hätte gern mehr kräuterische Noten oder ich hätte es gern ein bisschen tropischer oder sowas, ne? Alles dahingestellt, ist egal. Das ist wieder Geschmackssache. Aber wenn wir jetzt einfach über den Stil reden und wie ist das Bier gelungen, würde ich sagen, das ist also, völlig das ist in Ordnung. Das ist ein Volltreffer, so muss es sein. So finde ich, gehört sich, also es soll ja auch kein, es ist nicht Double Dry Hop Double IPA, sondern es ist ein New England IPA. Mit 6,8. Und es hat, und es ist schön. Ich finde, es ist unfassbar schön. Ja, die Etiketten sind extrem schlicht und gerade deswegen natürlich auch wieder gut lesbar. Du hast unten dieses Bunte und dann hast du oben das Logo und den Namen vom Bier. Dann müssen wir den Designer von Ale Mania mal nach England schicken. Ach, du... Craft Beer ist auch immer Gestaltung. Nur was fürs Auge. Nee, also... Ist es. Das Auge säuft mit. Der Hopfenstopfer ist auch gut lesbar. Ja. Und der gefällt dir auch nicht. Hopfenstopfer hat Comic Sans. Ja, und das ist richtig gut. Das hätte er nicht tun dürfen. Aber Comic Sans nicht auch mal auf dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft? Nein. Doch? Nein. Comic Sans, nein. Doch, ich meine es ernst. Dann hätte ich mich ausbürgern lassen. Comic Sans. Comic Sans war mal bei irgendeinem als offizielles Trikot. Schaut mal nach. Ja. Comics Internet Trikot. Also, bumm. Soll ich es dir zeigen? Das hätte doch. Nein, das kann ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen, sonst willst du einfach nicht glauben. Das will ich nicht glauben. Comic Sans auf einem Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Willst du es sehen? Comic? Also, das glaube ich. Sans. Oh. Also auch bei Trikot. Also, es gibt bei Bier Design-Sünden, es gibt bei Trikots auch Design-Sünden. Aber ja, wenn du bei eBay guckst nach gefälschten Nationaltrikots. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also, es kann auch sein, dass ich. Alles findest du da. Nein, bumm. Also, die Comic Sans, das ist auch, glaube ich, lizenzrechtlich gar nicht möglich. Comic Sans ist ja eine Microsoft-Schrift. Das hat man ja für Microsoft erfunden. Also es ist nicht original Comic Sans gewesen. Das war nein. Aber so ja, ähnlich. Ja. Futura. Ja, ja, 2011. Der Schriftzug sagt bei den Frauentrikots für Häme. Comic Sans versuchen die meisten eine Typografie, die unter Designern nahezu verpönt ist, bla 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 bla. Kann man ja mal nachlesen. Also, das ist bei der Frauennationalmannschaft gewesen. Ja, aber... Also das war im Grunde, war das... Also wenn du den Unterschied siehst, dann musst du schon wirklich ein Typografie-Fan sein, dass du da den Unterschied so auf die Schnelle rauskriegst, wenn du es nicht direkt neben. Aber glaub mir, es ist. Comic Sans ist keine Schriftart. Also. Comic Sans ist keine Schriftart. Vielleicht auch mal für euch da drauf. Ja? Ich sehe das ja manchmal bei Lehrern. Mhm. Wenn ihr Lehrer seid, deinstalliert Comic Sans. Bitte. Was ist denn eigentlich so schlimm daran? Ey, das ist einfach nicht gut, mit Comic Sans zu arbeiten. Aber kann man damit auch, in Comics darf man es auch nicht verwenden? Nein, nicht mal da. Das ist der Oberhammer. Wingdings.
Winglings ist natürlich eine Schriftart. mein Biolehrer. Ja, es ist ganz, ich finde es nicht tragisch. Doch, ganz ehrlich. Das ist völliger Quatsch. Nein, es ist eine Katastrophe. Diese Schrift ist in allen Belangen eine Katastrophe. Und das müssen wir jetzt nicht vertiefen, glaub mir einfach. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass Lehrer denken, das hat ja sowas Lockeres, Jugendliches. Ja, und sie verkennen dabei, dass die Jugend ganz anders typografisch geprägt ist. Die Jugend mag von Sütterlin. Die Jugend heutzutage steht auf Sütterlin. Also, liebe Lehrer, verwendet die gute Schrift. Nein, aber es gibt natürlich in Instagram-Stories oder in Snapchat oder gibt es andere Schriftarten. Comic Sans finden halt auch die Kinder nicht gut. Alexander, es gibt Studien dazu. Ja ich glaube, da wurden auch schon... Oha, jetzt driften wir in einen Das Bereich. Wird gut, das finde ich gut. Das wir gut. Sollten vielleicht wieder uns aufs Spiel konzentrieren. Also ich habe ja gehört, das haben sich schon Leute wegen Comic Sans... Ja, haben sich schon die Ohren abgeschnitten. Nein, die haben sich schon von Brücken geschmissen deswegen. Ja. Du, das ist schon passiert. Dann Massensuizide in Schulen... weil Lehrer auf irgendwelchen Folien Comic Sans verwendet haben. Ist alles schon vorgekommen. Da wurden schon, also, ja, da sind schon ganze Projektoren sind verbrannt, als sie Comic Sans abstellen. Dann steht und schläft im Sofa. Schrecklich, sagt sie. Seine Frau ist gut. Sehr gut. Also Comic Sans, das hält aber auch... Ein absolutes Tabu. Okay. Das ist so wie hier, wie heißt das noch? Sex mit Möbelstücken. Was sagen Sie dazu? Nein, mit Bier und Bananenweizen. Comic Sans ist das typografische Bananenweizen. Ich kann es trinken. Schuss Bananensaft in Weizen, das beschissenste Weizen der Welt, schmeckt auf einmal gut. Ja. Ist super. Ja, siehst du? Genau das. Die Ärzte haben dazu eine Meinung. Aha, so ist das. So, nachdem wir jetzt also alle wichtigen und unwichtigen Dinge geklärt haben, kommen wir jetzt endlich zum Star des Abends, von dem wir kein Glas mehr hier haben. Das True Blue Glas. True Blue Glas wurde uns entführt. Ich kann also in Zukunft keine original True Brew Bilder mehr schießen. Ich mach True mal Brew. Mach mal True mal Brew. Hier, wo ist er? Boah, jetzt ist er da. Jetzt sehen wir ihn. Mach ihn mal laut. Da ist er. Sehr gut. Endlich haben wir ihn. Also du hast die ganze Zeit diesen Schwachsinn zuhören müssen, um jetzt endlich auf deinen Auftritt zu kommen. Ne? Das tut mir alles ein bisschen leid für dich. Ich hatte auch ein paar Zwiebis, also alles gut. Na, dann ist in Ordnung. Unterhaltsam. Nee, du hast ja auch recht, nüchtern kannst die Scheiße ja nicht ertragen. Dann hat er nichts Besseres zu tun. Sag mal, ja, das ist richtig. Also. Du bist eigentlich so zurecht da oben, bumm, mit deinem... Nee, die sind recht rassistisch. Ja. Aber was soll ich denn sagen? Es ist halt so, die mögen einen halt nicht, aber dafür bezahlen wir sie ja auch. Also von daher sollen sie nichts sagen. Ja. Die sollen nichts sagen. Das ist alles in Ordnung soweit. Wer bezahlt hier wen? Das stimmt. Er bezahlt mich ja auch, als mein Chef bezahlt er mich ja auch aus Gutmütigkeit und nicht, weil ich Geld verdiene mit meiner Tätigkeit. So ist es. Ja. Das machen nämlich alle Chefs auf der Welt so. Länderfinanzausgleich. Genau, das ist nämlich so, dass alle Chefs in funktionierenden oder nicht funktionierenden kapitalistischen Unternehmen ihre Mitarbeiter nur aus reiner Gutmütigkeit bezahlen und nicht, weil die was machen. Hm. Das ist üblicherweise so. Ja, das ist quasi wie das Sozialsystem, nur privat. Ja. So, also, wir schenken uns jetzt dieses Bier ein. Jetzt haben wir zu viel von allem erzählt. Also, wir haben hier, das ist stürmisch. Das wollte schon fast ein wenig voreilig aus der Dose raus. Ah, da haben wir schon erst einen Mangel entdeckt. Also. Kann ich bitte Wasser haben? Wir wollen doch jetzt Bier trinken. Ich würde gerne ein Wasser haben zum Spülen. Lars, nett, dass du jetzt noch irgendwie dass du noch eine schwere Krankheit kriegst. Lars hasst Wasser. Vor allem das Stille. Also. Black IPA. Grundsätzlich ja immer so ein Bierstil, den wir ab und zu mal im Laden haben. Vor ein paar Jahren gab es die öfter mal. Ein sehr gutes war zum Beispiel von Sigtuna. Wir hatten was von Kamba da. Den Mr. T vom Buddleship haben wir öfter mal gehabt. Aber Black IPA war eigentlich nie wirklich beliebt. So. Grundsätzlich immer so ein bisschen so ein Bierstil, der malzig ist und hopfig und das irgendwie oft schlecht Hand in Hand geht.
Jetzt sag uns du doch mal hier, True von Brew. Ja? Wieso? Also das ist ja auch, ich finde es ja immer gut, auch Bierstile zu machen, die nicht so beliebt sind. Wieso seid ihr auf die Idee gekommen, einen Black, oder du mit den anderen zusammen, oder wie, ein Black IPA zu brauen? Also wir haben ja hier auch unsere Bar, unseren Taproom, wo wir auch die ganze Zeit natürlich dauerhaftes Feedback haben von den Leuten, was sie denn so wollen. Und das meistgefragte Bier war tatsächlich, also wir haben schon normalerweise, wenn hier offen ist, 10 Zapfhähne. Also die Auswahl ist schon normalerweise da, aber es wurde echt oft nach einem Dunklen gefragt. Wir hatten letzte Saison einen relativ klassisch gehaltenen Stout mit 5%, wo ein paar dann gesagt haben, ja, vielleicht ein bisschen dünn, aber ich finde einfach mal ganz schön, auch zwischen allen Imperial-Geschichten einfach mal was Süffiges, Dunkles zu haben. Und deswegen für diesen Winter, also gut, bei uns geht es eh sowieso ein bisschen mehr um Drinkability. Also ich finde es schon immer ganz schön. Wir haben schon auch ein paar Hopfenbomben, weil man halt einen entsprechenden Alkoholgehalt auch ein bisschen mehr stopfen kann. Aber es macht schon auch Spaß, wenn man von dem Bier auch 4, 5, 6 mehr trinken kann. Genau, und deswegen war jetzt einfach mal der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall was Dunkles für den Winter, aber vielleicht was mit ein bisschen einem interessanten Twist. Da haben wir jetzt Amarillo und Citra drin, das ist nicht zu, also es ist schon röstig auf jeden Fall auch, dass es ein bisschen so ein Mittelding zwischen eben einem Stout ist und halt einem IPA, also es hat schon die Bittere, aber hat halt so ein bisschen die Orangigkeit und die Zitronigkeit von dem Amarillo und dem Citra, geht es halt so ein bisschen untermalt, weil wie du schon sagst, man muss halt schon schauen, dass sich das nicht kontert. Der Bierstil ist ja ein bisschen Widerspruch in sich. Ja. Oh, aber jetzt auch relativ schnell weg. Also obwohl es eine relativ spezielle Sorte ist, kam es auch bei sehr, also wir haben hier natürlich auch Durchlauf mit Nachbarn und so weiter, die halt einfach bei uns sind, weil wir halt da eine ganz schöne Bar haben, also jetzt nicht total Craft-Bier-affin, und hat schon relativ viele Leute überzeugt. Also es scheidet natürlich die Geister, wer nichts Dunkles mag, den wird es nicht abholen, aber hat viele gefreut auch, dass dieser Bierstil mal wieder ein bisschen wiederbelebt wurde. Ja, ich glaube auch, dass es super geil, also dass das überhaupt ist, mal wieder da ist. Das ist erstens ein schwieriger Bierstil und es lohnt sich, dem mal wieder sich zu widmen. Immer wieder probieren. Ja? Also ist ganz klar. Also ist Entschuldigung, dass ich störe, aber Aaron Engelmann kommt nicht rein. Oha. Dann lasse ich ihn mal kurz. Okay. Haben wir nicht im Blick gehabt. Ja. Ich wollte das Artwork und das ist quasi der gestalterische Gegenentwurf gegen Comic Sans. Ja. Gegen Comic Sans. Trash Metal Set. Das ist wirklich trash. Weil das ist ja auch eine Art Comic-Schrift. Aber das ist halt gut umgesetzt. Und also, der Name ist super, das Bier ist, finde ich, ja, gefällt dir? Ich finde das richtig, richtig, richtig top. Mhm. Weil es genau das beides macht. Es ist röstig, es ist dunkel, aber nicht zu sehr. Und es ist fruchtig bitter. Das ist total schwer. Das kriegt man selten. Freut uns, danke. Ja, ja. Die Frage ist natürlich, auch an den Chat, Leute, findet ihr das auch gut? Das ist ja nicht nur, ja, das ist ja auch so eine Sache. Trash Metal Bier schmeckt wie Sodom, sehr geil, sagt er hier. Comic Sans oder den IPAs. Oh, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Bewertung. Objektiv. Ich bin immer so ein bisschen, also ich muss bei dem Bierstil immer sagen, ich freue mich immer, dass wir ihn haben, nicht unbedingt, dass ich ihn trinken muss. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Ich habe immer so eine Vorliebe für die schwierigen Bierstile. Aber auch hier muss ich natürlich sagen, es ist wieder das alte Problem. Gut gemacht, schön und gut. Aber die zwei kämpfen natürlich, wie er schon gesagt hat. Und ich glaube auch, das ist ein Problem, das man im Grunde nicht überwinden kann. Und daher werden wir... In Episode 9 wird alles überwunden. Aber wir können eigentlich ziemlich sicher sagen, vor ein paar Jahren war das ja mal so, da hieß es, das Black IPA kommt irgendwie, das wird ein cooles Ding und ist dann total abgestürzt, halt, also härter als die Hindenburg. Und jetzt ist es eben dieses Kuriositätenbier. Aber was ich gut finde für die Kundschaft auch vor Ort, dass die auch ganz gezielt
auch mal wieder so ein bisschen so den Hinterbänkler so ein bisschen vorziehen und sagen, brau doch mal wieder sowas. Wir hatten es schon lange nicht mehr. Wir haben das Gespräch ja auch über Red Ale geführt letzte Woche. Auch wieder so ein Ding. Aber ja, wir haben nächste Woche übrigens noch mal eins. Ein Black IPA. Da kommen wir aber später noch mal dazu. Aber ja, also ich finde es auf jeden Fall für den Stil gut. Meins ist es nicht, aber das muss es nicht. Im Chat ist es auch so. Ja, vielleicht sagt sie auch, in München hat es schon ein bisschen Sinn, ein paar mehr zu trinken oder so. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch so, ihr habt gesagt, du hast gesagt... Das ist so schlimm in München. Nee, aber München, München habe ich immer aus der Bierhistorie erfahren, ist eigentlich eine Dunkelbierregion gewesen. Aufgrund des Wassers und so. Vielleicht ist es auch deswegen sowas, dass die Leute sagen, das ist es. Haben sie Bock drauf. Ich finde, muss man ein bisschen über eure Bar erzählen. Ja, genau. Ihr schenkt ja nicht nur Black IPA aus. Ja, ich kann euch auch gerne mal im kurzen. Hier ist es, du hast ein. Oh ja! Schiff sieht sehr maritim aus. Das ist kein Schiff, das ist ein Longboard, oder? Wir sind jetzt gerade natürlich im Versandlager hier. Normalerweise Kartons en masse. Gibt es hier. Jetzt ist natürlich der Dosenkühlschrank ein bisschen präsenter. Normalerweise haben wir hier 4 Tanks. Geil. Und 10 Saftbänne. Die jetzt natürlich gerade stillgelegt und gereinigt sind. Also es fragen schon immer ein paar, gerade an so einem schönen Tag wie heute, ob wir nicht doch ein bisschen was vom Fass haben, aber gerade ist halt Dosenbierverkauf. Ansonsten ist hier hinten noch so eine Sitztribüne. Jetzt natürlich gerade, wie gesagt, unser Versandlager. Deswegen schauen wir mal, wann wir wieder aufsperren dürfen. Da müssen wir erstmal ordentlich aufräumen. Aber ja, das ist halt das, was es gerade ganz gut über Wasser hält. Ist natürlich mit Gastro gerade im Moment für alle nicht der Spaziergang, aber ist trotzdem sehr schön zu sehen, gerade jetzt an so einem Tag wie heute, wenn es draußen gefühlt schon Frühling ist, geht schon trotzdem ganz gut was aus dem Kühlschrank weg. Wir haben gerade einen Lieferservice in München, wo wir jeden Tag einmal rumfahren und so weiter. Da sieht man dann trotzdem, wir sind jetzt erst 1,5 Jahre dabei, dass man schon eine ganz schöne Community hat in der Stadt, die auch alle echt Bock haben, uns zu unterstützen und natürlich auch selber ganz gern Bier zu Hause haben. Was hat man sonst zu tun an so einem Samstagabend, also Bier zu trinken? Naja, ist klar. Ja, man kann sich natürlich typografisch beschäftigen. Ja, jetzt ist Schluss mit Schrift. Kalligrafisch. Keine Schriftarten mehr. Naja, war schon recht klar, logisch. Uns haben auch schon Kunden gefragt, ob wir es nicht einfach liefern können. Was? Ja, nee. Hat einer angerufen und hat gemeint, wenn sie jetzt was bestellt, ob wir es gleich losfahren können mit dem Fahrrad. Ja, können wir ja. Ja, aber naja, so einfach ist auch nicht. Wir sind kein Pizzalieferdienst. Aber ja, ne, ist eine gute Sache. Und sag mal, das habt ihr jetzt bei euch auch vor Ort gebraut oder habt ihr das woanders eingebaut? Genau, also wir haben die Ausschanktanks. Da ist schon auch immer Bier drin. So Tankbier ist eine ganz schöne Sache mit den Inlinern. Da bleibt es tatsächlich ziemlich frisch. Ansonsten nutzen wir gerade noch die Brauerei, eine befreundete Brauerei, das ist vom Louis, unserem Braumeister, ein Jugendfreund, die waren auch zusammen auf der Meisterschule und haben schon Berufsschule zusammen gemacht, also eigentlich die ganze Brauerlaufbahn zusammen. In der Oberpfalz haben da auch schon ein paar Tanks stehen, also wir benutzen hauptsächlich seine Brauanlage und können uns ansonsten ganz gut ausspinnen, weil das Projekt eigene Brauerei natürlich schon jetzt hier mit Gastro und so weiter. Schauen wir mal, wann es soweit ist oder ob es soweit ist. Das sei jetzt mal dahingestellt. Genau. Und ansonsten brauen wir eben bei ihm, haben aber so eine eigene mobile Dosenabfüllanlage. Das heißt, also wir brauen auch noch bei Hoppebräu in Waakirchen jetzt mittlerweile teilweise, weil der halt auch eine sehr schöne moderne Brauerei hat. Da kann man dann auch noch mal ein bisschen mehr Hopfen reinstopfen, technisch. Genau. Und ansonsten haben wir eben die eigene Abfüllanlage, können dann halt rumfahren und eben in den Brauereien, wo wir brauen, unser Bier selber abfüllen. Also wir brauen auch selber, besorgen unsere Rohstoffe selber. Genau. Und ansonsten sage ich mal brautechnisch, weil du eben gefragt hast, wir haben ja halt normalerweise 10 Zapfhähne. Von daher orientieren wir uns bierstilmäßig schon auch ein bisschen an unserem Taproom, wo wir sagen, wir bauen halt nicht nur so 8-10%ige New England Bomben, sondern wollen halt erstens so ein bisschen eine Abwechslung drin haben
von eben, wir haben Helles, wir haben Wiener Lager. Das Joyride ist eigentlich so unser beliebtestes, weil das ein richtig schön fruchtig-süffiges Pale Ale ist. Also alles so um die 5%. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach gedacht, als dunkle Alternative einfach mal ein Black IPA. Ja, ist ja auch korrekt. Das Summit, das Summit hatten wir, das war das Wiener Lager, genau. Vor ein paar Wochen im Tasting. Hatten wir im Tasting. Und wir hatten noch ein paar andere hier stehen. Wir hatten Toxic irgendwas. Das haben wir aber nicht getrunken, das haben wir nur verkauft. Also ich habe es nie getrunken. Es ist schon wieder alles ausverkauft. Ich sehe, es ist schon wieder alles ausverkauft. Wir brauchen True Brew Nachschub. Aber dafür ist ja Scott zuständig. Der muss ich damit. Wir dürfen hier über einen Videostream dürfen wir nichts bestellen. Da wird er böse. Dürfen wir nicht machen. Das ist auch nicht rechtskräftig. Naja, quasi. Wir sind im Vollbesitz unserer geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Wir können hier alles machen. Ja? Ich finde, dir gefällt die Dose richtig gut, ja? Die Dose ist mega. Ich finde das Logo auch geil. Was mich stört, wenn ich das sagen darf, ist die 6,66%, weil ich das schon so oft gesehen habe. Es ist natürlich naheliegend bei Trash Metal. Das ist klar. Man muss eine trashige Alkohol bezeichnen. Wie macht man das? Ich frage mich, wie kriegt man diese Balance aus Röstigkeit, dunklem Bier und fruchtiger Hopfennote? Was ist das Geheimnis? Also ich meine, kannst du auch nicht sagen, jetzt verrate ich doch, nicht. Doch, verrate uns das nicht. Geheimnis. Wir wollen alles wissen. Habt ihr vorher... Weil das ist, also nur mal so, der Hintergrund meiner Frage, man kriegt Black IPA und es schmeckt wie Stout. Und du kriegst Black IPA und es schmeckt wie gefärbtes, normales IPA. Genau. Ja. Und hier hast du beide. Eine seltenen Fälle, wo das Wechselspiel gelingt. Habt ihr viele Probesude gemacht oder wie seid ihr rangegangen? Tatsächlich nein. Also das Bier war tatsächlich der erste Shot. Also wir haben schon auch eine Probeversuchsanlage und machen öfter mal Testsude, gerade so um neue Hopfen oder neue Hefen, einfach mal so nebenbei ein bisschen auszuprobieren, parallel, wie kommt was, wo wir auch mal Sude aufsplitten oder so. Bei dem Bier tatsächlich, also ich muss auch tatsächlich sagen, Lob an Louis, unseren Braumeister, also wir sind zusammen aufgewachsen, sind Kindheitsfreunde, aber er ist eben gelernter Brauer und Braumeister, macht das natürlich schon ein bisschen länger und hat einfach wirklich ein Gefühl dafür, wie man Biere ganz gut ausbalanciert. Und das ist ihm tatsächlich auch schon wichtig. Also deswegen, sage ich mal, musste er sich eher ein bisschen rantasten, wirklich an diese New England-Geschichten, wo man sagt, man muss eigentlich alles über den Haufen schmeißen, was man jemals in der Ausbildung oder in der Meisterschule gelernt hat, wie man Bier braut und dann eben wirklich einfach nur Hopfen reinschmeißt, bis es schon fast zu bitter wird. Das dann ausbalanciert hinzubekommen, ist natürlich auch eine Kunst, aber Biere einfach, sage ich mal, an sich solide, auch eben mit den Malzen. Das ist ja ein sehr malzbetontes Bier. Wir haben uns tatsächlich mit dem Hopfen noch ein bisschen zurückgehalten. Also wir haben gesagt, wenn wir es nochmal machen, machen wir vielleicht ein bisschen mehr Amarillo rein, dass wir ein bisschen mehr diese Orangigkeit noch zu dieser Schokolade und zum Kaffee hat von der Röstigkeit. Aber ansonsten, sage ich mal, es ist halt einfach nur die Malzmischung. Wann gibt man den Hopfen dazu? In der Kochphase oder eben dann im Whirlpool und beim Stopfen. Ich sage mal, das ist dann halt einfach das Feingefühl des Brauers. Ich bin zwar jetzt oft genug dabei und kenne mich gut genug aus, aber komplett ins Detail. Du willst es einfach nicht verraten. Du weißt das in Wirklichkeit, weißt du das? Und in dem Fall weiß ich es. Muss auch nicht sagen. Ich weiß nicht, wann er den Hopfen reinschmeißt. Das gucken ja möglicherweise auch Leute zu. Das Nachahmen des Produkts. Ja, aber das ist nicht so einfach. Immer aufpassen. Da gehören so viele kleine Faktoren dazu zum Schluss. Das ist dann ganz gräuslich. Das ist das Wasser, das sind die Rohstoffe. Also selbst, glaube ich, wenn man dasselbe Rezept hätte. Außerdem, sage ich mal, ist es in der Szene natürlich eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Also wenn jemand ein ähnliches Black IPA brauen möchte, dann ist das ja eine schöne Sache. Und vielleicht sollte er dann sowieso einen anderen Hopfen verwenden. Ist ja, man will ja ein bisschen Abwechslung haben. Das sowieso, das ist klar. Ja. Aber da braucht man keine, da brauchst du keine Angst zu haben. Also aus Erfahrung heraus wird die Black IPA-Konkurrenz auf dem Markt relativ gering sein. Also wenn ihr sozusagen euer Black IPA etablieren wollt, hättet ihr die Lücke auf jeden Fall gefunden.
weil das einzige Black IPA, das wir die letzten Jahre immer mal wieder hatten, war der Mr. T. Und ansonsten hatten wir über die letzten Jahre gar nichts, außer einmal das Kamba Black Shark. So innerhalb ja, der letzten... Das war schon ein Klassiker. Ja, aber ich glaube... Freunde hatten mal was zwischendurch. Es gibt die gehopften Baltic Porter von Maschsee. Mhm. Die sind ja, auch. Das sind das ist nicht. Das ja, das genau. Ist nicht ich sag nur, das ist, du merkst schon, ich gehe sofort raus aus dem Ganzen, weil ich gucke, was es überhaupt gibt. Und also wenn wir es doch mal hinkriegen, dass das Black IPA so eine kleine Nische hat, wo es leben kann, permanent so ein bisschen in seinem Refugium, dann ist vielleicht das True Brew in Zukunft in dieser Nische eingenistet. Also hier im Chat sind ja auch positive und negative Meldungen dazu. Einer hat gesagt, das war nicht so seins, andere haben gesagt, das ist ein geiles Ding. Ja, ach, das dunkle Zeiten, genau. Ja, das ist ja, genau, das ist ja das, was nächste Woche noch kommt, genau. Das ist aber ja relativ. Ich habe tatsächlich auch noch nicht probiert. Das würde mich fast mal, also man hat ja auch, wie du schon sagst, gar nicht so viele Referenzen, um zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich ein Black IPA per Definition? Ja. Naja, das ist im Grunde ist die Frage, was soll es sein? Und gerade im Craft-Bereich ist es ja so, mit starren Definitionen kommst du ja sowieso nicht vorwärts. Da ändert sich ja alles so schnell und dann jeder hat einen neuen Dreh und einen neuen Wink und. Aber wenn du es noch nicht probiert hast, du könntest ja einfach für nächste Woche so ein Paket bestellen. Da sind nämlich gute Biere drin. Wir stellen das nachher nochmal vor. Oder irgendwie kriegst du es vielleicht noch. Die dunklen Zeiten habe ich probiert, hat mir auch gemundet. Aber es ist natürlich auch wieder dieser Widerspruch im Bier natürlich. Aber gut, trotzdem. Gut, dass ihr es gemacht habt. Hoffentlich bleibt es dabei. Es muss mehr ungewöhnliche Bierstile geben. Das 300. New England Style IPA ist halt auch nur das 300. New England Style IPA. Und ein Black IPA sticht raus. So viel steht fest. Ja. Und ja, ich möchte gerne nach München. Es sieht aus wie ein Kreuzfahrtschiff. Das ist tatsächlich ein Longboard. Das ist ein Longboard, was hinter ihm hängt, oder? Ein Surfboard, ja. Ein Surfboard. Ah ja, okay. Es sah zwischendurch aus wie die MS Deutschland. Ja. Aber das mag auch an der Kompression liegen von dem Videostream. Ich möchte gerne wieder in Kneipen gehen, wenn ich das so sehe. München ist zugegebenermaßen auch ein bisschen weg. Ne? Also da bist du schon lang unterwegs. Aber vielleicht schaffen wir das. Wir haben ja schon gesagt, wir machen irgendwann die Deutschland-Tour. Wenn es wieder losgeht, dann machen wir so, dass wir nur noch alle 4 Wochen oder so auf Sendung gehen, aber dann vielleicht von irgendeiner Brauerei aus. Vielleicht sitzen wir dann irgendwann einmal. Dieser schöne Lederkraus. 2021 im Oktober, alle geimpft, sitzen wir dann bei True Brew abends in der Kneipe und machen da von dort aus unseren Livestream. Man weiß es nicht. Vielleicht sind wir auch alle tot bis dahin, aber ich glaube es nicht. Nein, wir sind gerne. Also wenn ihr durchhaltet, dann reserviere ich euch gern die Couch. Natürlich, sehr gut. Wir hätten auch nichts anderes als die Couch gewollt. Hm? Es eskaliert gerade im Chat und die Leute denken über Black Kölsch nach. Warum nicht? Also tatsächlich, das Kölsch macht sich selbst dadurch kaputt, dass es nicht außerhalb von Köln oder im Umkreis des Kirchturms gebraut werden darf, wie wir schon öfter festgestellt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, das ist zu weit. Black Kölsch ist keine Option. Noch nicht. Ich habe mir nichts mehr, ne? Müssen wir auch nicht. Wir haben noch eins. Wir sind schon ganz schön voll. Ja. Das ist okay. Also, danke, True. es war nett, dich kennenzulernen. Wisst ihr, das ist nur mal jetzt ein ganz schlechter Witz. Echt? True hat den Nachnamen, den wir als Vornamen haben. Ne? Ja. Alle sind wir verwandt. Okay, jetzt reicht's. Also, ich wünsche trotzdem noch einen schönen Abend. Ja, jemand. Wie gesagt, schaut mal vorbei in München. Da bewegt sich gerade tatsächlich ein bisschen was in der Szene. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich habe auch, also tatsächlich war ja, das vielleicht auch als letzte Frage, so die Bastionen Bamberg, München, wo man war sagt, ja schwierig, ja. Da ist Bier zu Hause, hat länger gebraucht, aber jetzt kommt das, ne? Also Wenn man sich Bamberg anguckt, wenn man sich München anguckt, da poppt es ja hoch, ne? Also, ihr geht jetzt steil.
Also ich sage mal so vom Ansatz her ist natürlich dieser ganze Craft-Bier-Gedanke, wo du sagst, gerade in Deutschland generell, es gibt halt schon gutes Bier und gerade in München gibt es halt diese ganzen Traditionsbrauereien, die dort sind es gewohnt im Sommer aus 1-Liter-Krügen sehr gutes Helles zu trinken. Also da geht es dann tatsächlich nicht mehr um den Ansatz, dass man sagt, endlich braut mal jemand ordentliches Bier, wie es vielleicht in anderen Ländern gestartet ist, sondern es geht halt darum, dass man einfach eine Vielfalt hat. Es gibt natürlich trotzdem in einer Stadt wie München viele internationale Leute oder halt einfach auch wirklich der Nachbar, der sagt, keine Ahnung, was ihr da reingemischt habt, aber schmeckt. Also, oder auch Nicht-Biertrinker, die man halt vielleicht mit einem bisschen zurückhaltenderen Sauer-IPA oder einem schönen New England Pale Ale auch abholen kann. Also es geht tatsächlich eher um die Vielfalt, um das Handgemachte, aber ich glaube schon, dass wir hier mit den härtesten Markt haben. Aber ja, ist trotzdem eine moderne Stadt, also es bewegt sich ein bisschen was und sage ich mal, moderne Ansätze mit handgemachten Produkten qualitativ, das setzt sich dann natürlich doch früher oder später um, aber das müssen die Leute natürlich auch erstmal für sich erkennen. Ja. Dass man sagt, Craft Beer ist nicht so dieses ist nichts für mich, dieses Craft Beer, sondern es gibt langsam halt ein bisschen einen Umschwung, wo man wirklich sagt, okay, das ist einfach geschmackvolles, handgemachtes Bier. Na, hier, Felge schreibt, je mehr Tradition, desto schwieriger der Umbruch hin zur Vielfalt oder nicht. Das ist es natürlich, aber ich habe jetzt vor kurzem, habe ich ein längeres Telefonat geführt mit einem Craftbrauer, der in der Nähe von Regensburg aktiv ist. Und der kämpft halt quasi um jede verkaufte Flasche. Und München ist halt, ist nicht Bayern. München ist nicht mehr richtig Bayern. Das muss man dazu sagen. München ist ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell so ist, aber vor ein paar Jahren war es so. München waren die jüngsten Bezirke Deutschlands, also mit dem jüngsten Durchschnittsalter. Ist im Grunde die jüngste, klar, weil da ist halt, da boomt es halt am meisten in Deutschland. Und da ist natürlich gut was los. Ich kann mir vorstellen, wenn einer eher dann im traditionelleren bayerischen Raum rumhockt und da dann auf die Craft-Beer-Idee kommt und vielleicht sagt, wir machen bei uns mal eine schöne Kneipe auf, kann schief laufen. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn ihr da mal Marken setzt. Ich habe in Unterfranken ist es ähnlich, in Bamberg hat es auch lange gebraucht. Es kommt jetzt, aber auch bei meinen Freunden und Bekannten muss ich sagen, teilweise ja, aber im Großen und Ganzen, das ist natürlich so eine Gefühlssache, ja. Ob das eine sichere Statistik ist, ist natürlich völlig, also ist es nicht sicher. Also man muss ja auch diesen Preis ein bisschen rechtfertigen und erklären, aber da hilft natürlich dann auch die Bar. Ja. Viele halt auch eben Fragen stellen und man sich halt auch die Zeit nehmen muss, das alles relativ ausführlich zu erklären, was denn dann an Rohstoffen drin ist und was da an Handwerk dahinter steckt. Aber ja, also es ist definitiv mehr Vorarbeit zu leisten noch, aber ich denke, es ist schon eine gute Basis da. Also ich glaube, vor ein paar Jahren war das noch sehr in den Kinderschuhen und jetzt merkt man schon langsam, dass auch internationale Marken irgendwie, gibt ja auch schon einige Brewdog-Bars deutschlandweit und so weiter. Es geht in die richtige Richtung und macht ja Spaß. Ja, bin ich dabei. Ja, es wird immer wieder tot gesagt, aber tot ist es nicht, aber es ist tatsächlich im Norden ein bisschen schneller losgegangen als im Süden, weil da eben sozusagen der Nachholbedarf ein bisschen stärker war. Aber trotzdem, wir können ja auch mehr achten. Wir können auch mit den starken Sachen besser. Das könnt ihr. Weil wir so harte Kerle sind. Ja. Das schlechte Wetter hat hart abgegerbt, ja. Aber, nee, also tatsächlich, genau. Also, aber, ja, wir hoffen mal, dass du als Münchner Leuchtturm, ja, um jetzt haben wir wieder die norddeutsche Verbindung hergestellt quasi, dass du als Münchner Leuchtturm auch, in die oberbayerische Provinz leuchtest. Ja, dass es also dann auch hoffentlich irgendwann in Miesbach oder wo auch immer eine geile Craftbeer-Bar gibt. Ja. Naja. Also, wir müssen jetzt weitermachen. Jawohl. Wir trinken jetzt das letzte Bier. Also, Drew, hau rein. Ne? Bis bald. Irgendwann. Wir bestellen wieder bei dir. Und Gläser. Sehr gerne. Ja, ich schicke euch mal ein paar Gläser noch. Ist denn mit dem Glas? Das hat Matthias verkauft, weil der Kunde war total unglücklich, dass es unser Gläser nicht mehr gibt. Ja. Und dann hat Matthias das Glas genommen, das in seiner ganzen Art und Weise, ohne Stiel und alles, unserem Glas noch am ähnlichsten ist. Ja. Und das hat er ihm dann halt, es war ein Stammkunde, der hat groß eingekauft und war total unglücklich. Und der wollte sich schon vom Bus schmeißen vor lauter Unglück.
Und dann hat Matthias ihm das True Brew Glas geschenkt. Okay. In einem Akt von fast schon martinischer Selbstlosigkeit. Ja. Und seitdem haben wir kein True Brew Glas mehr. Ist aber gut, dass wir auch erstmal kein True Brew Bier mehr im Laden haben, weil wenn ich jetzt wieder ein Foto machen müsste mit dem also für Untappd und so, hätte ich ja wieder kein Glas. Das ist alles eine große Tragödie. Und, Ja, es ist. Wir haben auch schon stundenlang haben wir hier schon geweint, das Glas ist weg und naja, du weißt Bescheid. Also, halt die Ohren steif. Ja, wir machen auch bald wieder, ich packe das jetzt demnächst mal an, dass wir wieder neue Gläser bestellen. Ja, das haben sich schon Kunden, haben sich schon von der Hochbrücke gestürzt vor lauter Unglück. Matthias sagt, es ging nicht anders, ja, das verstehe ich. Er ist ein Guter. Also, Leute, du, True, tschüss. Schönen Abend. Das ist es. Gut, also. Geil. Das war's hier von aus München. Aus München. Wir schalten jetzt wieder zurück nach Kiel. Mainz. Nach Mainz ins Sendestudio. Wir haben jetzt unser letztes Bier. Endlich mal was aus Kiel. Ein Kieler Bier. Es gibt ja in Kiel die zwei Brauereien Lille und Czerny. Czernys Küstenbrauerei und eben Lille. Und was wir jetzt hier haben, für alle, die es vielleicht nicht haben und nur zugucken oder so, das Lille Tonka Stout, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Es ist ein Stout diesmal. Kein Brown Ale. Das erste Honk Tonk war das Bier, das Lille zusammen mit der Falke Media Gruppe zusammengebraut hat. Und es war ein Brown Ale, richtig? Ja. Und es war sehr beliebt und es war jahrelang das Beste, was Lille produziert hat. Und sie haben es ewig nicht nachproduziert und endlich haben sie sich überlegt, was machen sie? Und sie haben quasi ihr Stout genommen und haben diesem Stout etwas Tonkabohne zugefügt. In einem Sud. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen mehr Bombs, ne? Ich weiß gar nicht, kann sein, dass es ein bisschen stärker ist als ihr normales Stout. Ja, also das 7,5% oder was? Müssen wir jetzt mal gucken, ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal, ich muss noch einen ganz kleinen Schock Wasser. Würde ich nehmen. Genau. Also, ich war immer sehr, sehr positiv, immer von dem Honky Tonk überrascht. Wir haben vielleicht sogar noch eine Flasche hinten im Kühlschrank. Nee, im Kühlschrank tatsächlich. Mhm. Oh, keine mehr. Man könnte es versuchen, aber es kann sein, dass sie inzwischen sauer geworden ist. Deswegen würde ich es eigentlich nicht unbedingt probieren, weil es kann nicht mehr konkurrenzfähig sein. Die Tonka-Bohne, muss man mal erklären, ist eine Art Vanilleersatz. Genau. Also das ist und so sie ist ein Aphrodisiakum. Ja, ist ja alles ein Aphrodisiakum. Ja? Nein, ist es nicht. Butter nicht. Außer im letzten Tango von Paris. Es ist so. Die Tonka-Bohne ist wie so oft bei Gewürzen, bei größerer Dosierung giftig. Deswegen ist es zum Beispiel in den USA nicht erlaubt, Tonka-Bier zu brauen. Bei uns schon. Ihr müsst auch jetzt keine Angst haben. Das Giftigste an dem Bier ist nach wie vor der Alkohol. Die Tonka-Bohne ist da kein großes Problem. Denn also man müsste vielleicht 700 Liter von Zeug trinken und dann wäre man viel, ja eigentlich auch schon echt, vom Alkohol tot. Viel. Genau, dann ist man vom Alkohol tot, aber dann wenn man dann wird noch, erst die Tonka-Bohne. Genau, und wenn man dann reanimiert wird, dann stirbt man nochmal von der Tonka-Bohne. Aber es ist so, die Tonka-Bohne ist geschmacklich, ist geschmacklich, aber saustark. Die ist sehr, sehr intensiv, also viel intensiver als zum Beispiel eine Vanilleschote. Dafür hat die Tonka-Bohne auch noch ein bisschen, die hat noch so ein bisschen Bitternoten und so. Die ist so ein bisschen die Bittermandel-Vanille so ein bisschen. Ja? Also könnt ihr auch mal ausprobieren. Tonka-Bohne ist gar nicht so extrem teuer. Kann man eigentlich bestellen. Muss man ein Glas austrinken. Ach so, habe ich auch schon gemacht. Ich hatte nämlich mal ein paar Böhnchen daheim. Kann man gut nehmen, zum Beispiel für Desserts. Ja? Die reibt man dann so ein bisschen wie eine Muskatnuss, kann man die so ein bisschen einreiben, die so ein bisschen fettig, länglich, schaut ein bisschen aus wie so ein Ködel. Also ist tatsächlich nicht besonders hübsch als Frucht so. Ist Südamerika, oder? Das kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube, ich habe das gelesen, die Tonka-Bohne wächst auch wild in Südamerika und ist da so genau. Relativ gängig sozusagen. In der Küche und im Einsatz und wir kennen es halt aus Desserts und im Bier. Und im Bier. Und ich finde halt, was die Tonka-Bohne dem Bier gibt und ich freue mich immer, wenn Biere eine kräftige Tonka-Bohnennote haben. Hier haben schon einige gesagt, hier ein bisschen weniger wäre vielleicht ein bisschen angenehmer, aber mich stört es eigentlich gar nicht.
ich finde, das gibt einem Bier so eine Weihnachtlichkeit. Mhm. Und das gefällt mir. Ich mag ja gerne die schweren Biere mit schönen Gewürznoten und so. Und da trifft es ganz gut zu. Also 7,6 Volumenprozent. Wenn das Bier 9 hätte, würde mich auch nicht stören. Bin da ja nicht so geschmacklich. Aber von der Nase, und da habt ihr ja schon, manche haben schon getrunken, genau, hier sagt Wolfgang, sagt, die Frau nimmt es zum Backen, ganz klar. Ich habe schon so eine Art Pudding habe ich mal damit gemacht, war super gut. Also man kann da viele Sachen nehmen. Und wie gesagt, die Tonkabohne ist geschmacklich sehr ergiebig. Wenn du da so ein kleines Tütchen mit, was weiß ich, 8, 9 Bohnen kaufst und die dann dunkel irgendwo in deinem Gewürzschrank lagerst, da kannst du jahrelang Desserts machen oder Kuchen backen, ist überhaupt kein Problem. Ist auf jeden Fall preis-leistungsmäßig, was sie sozusagen Geschmack bringt. Zu dem, was sie kostet, ist sie definitiv billiger als zum Beispiel Vanilleschoten, ja, die ja wirklich teuer sind. Bourbon Vanille. Ist richtig teuer. So, also. Hat noch jemand Hefe im Flaschenhals? Krass, ne, alle. Müssen wir jetzt das... Ne, müssen wir nicht angucken. Ich habe das Honkatonk in sehr, sehr guter Erinnerung. Mhm. Und es riecht hier wirklich noch intensiver. Also das ist natürlich jetzt gefärbt und das ist auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Auch, was ich schön finde, East Kent Goldings haben sie genommen als Hopfen. Also auch wieder, da muss ich sagen, da muss ich Lille auch mal loben. Es ist ein ganz klassischer englischer Hopfen, wenn man schon so einen Bierstil macht, dass man sagt, hier ein Stout und dann Tonkabohne, dass man dann einen englischen Hopfen, East Kent Goldings, nimmt. Gute Sache. Roggenmalz ist drin. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, jemand hatte sich über das Etikett gewundert und Mikkeler assoziiert. Tatsächlich könnte man das tun, aber das ist die Lille-Buddel, die man auch die kennt man sozusagen. Ansonsten hier auf dem Etikett nicht sieht, auf den anderen Lille-Flaschen. Das könnte auf dem Deckel drauf sein. Ja. Die Lille-Buddel ist auf dem Deckel, wenn ihr das Etikett anschaut und auch euch den Deckel anguckt, dann habt ihr, das ist sozusagen das Lille-Maskottchen, ist aber, glaube ich, schon von Anfang an, oder? Das haben wir schon ewig. Das ist von das Anfang an gewesen sein, genau. Dieser Lillemann. Buddelmann. Jetzt reden wir die ganze Zeit über das Bier, aber haben wir noch nicht probiert. Ich trinke jetzt. Zum Wohl. Es ist schlanker, als es riecht. Wenn man riecht, denkt man, boah, krass. Das bleibt ewig. Hm? Wie geil ist das denn? Da haben schon manche gesagt, das ist... ist das Schlechteste des heutigen Abends. Das ist natürlich auch so eine Sache, klar, kann man... Finde ich nicht. Also ich muss sagen, dass der Hund war mit Abstand der Schlechteste von den offiziellen heute. Kann man sich gut als Nitro vorstellen, glaube ich auch. Das wäre natürlich mal so das Ding, das ist natürlich jetzt mit Flasche und allem gar nicht mehr nicht so einfach, das Nitro-mäßig zu machen, aber wenn jetzt halt nicht Corona wäre, dann könnte das natürlich auch vielleicht bei Lille in der Kneipe dann das Stout mit Nitro gezapft werden. Du musst ja, wenn die das klassisch über eine klassische Anlage haben, dann können die das ja begasen, wie sie wollen, können sie ja CO2 nehmen oder Stickstoff. Das wäre natürlich auch so eine Sache, das über Nitro zu zapfen. Oder mit Nitro zu zapfen. Jemand hat auch das Kühnkunst Rosen gerade erwähnt, KKR, oben ein paar Dinge oben drüber. Das war tatsächlich über die letzten Jahre eins der ganz wenigen Tonka-Biere, die man noch in einer gewissen Regelmäßigkeit überhaupt bekommen hat. Ja? Das mochte ich aber auch, weil ich, wie gesagt, mich immer gefreut habe über jedes Tonka-Bier. Das ist ähnlich wie beim Black IPA. Da freust du dich wirklich für jeden einzelnen Vertreter der Zunft, der da kommt. Gibt andere Bierstile, da kann ich mich teilweise 3 Wochen danach noch nicht mehr erinnern, dass wir sie überhaupt hier hatten. Das ist halt ja Trend und Gegentrend. Ja, es ist natürlich auch das Gehirn, was da... Klar, logisch. Ich habe ja hier meinen Computer. Hm? Der ist ja unbestechlich. Oh ja, Three Beans Stout von Lerwick kam rein, da ist auch Tonkabohne drin. Das ist nochmal, das muss man wirklich sagen, das ist nochmal... eine Stufe drüber, weil noch mal schwerer, voller, süßer. Petra hat, glaube ich, im Chat geschrieben, irgendeine Süßigkeit aus Kindertagen. Ich bin neulich mal über diese Schoka-Cola-Dosen wieder gestolpert. Das ist es aber nicht. Die sind viel kaffeemäßiger.
Coca-Cola habe ich. Also ich finde zum Beispiel das Röstaroma hier sehr zurückhaltend. Es hat eine, einen schlanken Körper. Ist nicht so Imperial Kamin-mäßig, sondern sehr ein bisschen wie das Senatsbock von Wildwuchs, ne? Ja, nur mit der Tonka-Note. Genau. Also das wäre halt, wenn man die direkt hintereinander treten würde, würde man sagen, okay, das ist eine konsequente Weiterentwicklung mit noch ein bisschen mehr Pep. trifft meinen Geschmack, trifft absolut meinen Geschmack. Campino? Campino hatten wir das letzte Mal, ne? Das vorletzte Mal, oder? Hosen, das Hosenbier. Hosenhell, das was geschmeckt hat wie ein schlechtes Export, ja. Aber Campino-Bonbons schmecken nicht nach Tonka-Bohne. Werthers echte schmecken aber eher karamellig. Auch nicht, nee. Meinst du, diese Schokoriesen? Stork-Schokoladenriesen? Ja. Ja. Aber da... Einmal Stork-Riesen, bitte, Frau Lange. Keine Ahnung. Kennst du die Werbung? Nee. Ich durfte... Ich bin im Keller aufgewachsen. Bei uns gab es keine Werbung. Gab nur Schläge und Arbeit. Ja, ein wenig an Waldmeister. Erstens ist der immer noch sofort. Ja. Aber die Schokoladenriesen kenne ich. Die finde ich immer noch gut. Die Stark-Schokoladen. Das sind dicke Dinger. Das ist Karamell und Schokoriesen. Ich muss die immer wieder kaufen. Mumus gibt es auch. Ach Leute, Mumu ist natürlich aber auch ein schöner Name. Aber ich finde nicht, dass es karamellig schmeckt. Ich finde, das Bier schmeckt nicht karamellig, sondern es hat eher etwas... Es hat so eine röst-schokoladig-vanillige-Note. Ja, absolut. Und deswegen funktioniert zum Beispiel die Tonka-Bohne. Ich habe damals verschiedene Sachen mitgemacht und ein Dessert war ein Dessert, bei dem ich im Teig habe ich irgendwie mit Kondensmilch und noch ein bisschen was übergossen. Und dann habe ich dem Ganzen, also das gibt es ja manchmal bei so Kuchen oder so Desserts, also wie zum Beispiel bei einem Tiramisu, wo du ja auch mit Kaffee übergießt. Da habe ich das damals mit irgendeiner Milch und ich glaube sogar mit Zeste oder so. Also ich glaube mit Kondensmilch und Zeste und also Zitronenzeste oder sowas übergossen. Und als Top obendrauf habe ich so eine Schokosahnen-Dings gemacht mit der Tonka-Bohne. Ganz viel Tonka-Bohne drin. Und das war echt ein geiles Ding. Und das wäre auch was, zum Beispiel Tonka-Bohne in so ein Cheesecake-Stout. Sowas haben wir vom Pöjala hier. Das wäre ein geiles Ding. Also ich finde, gerade wenn man so, gerade mit so kaffeeartigen, röstigen Sachen, also da harmoniert eben diese Tonka-Bohne sehr gut. Leute, lasst euch aus, ja, kocht was mit Tonka-Bohne, schickt uns Fotos, ja, schickt uns das Essen, ja, schön eingepackt, dass es gut ankommt, dass wir es noch essen können. Lasst euch richtig aus, macht was mit Tonka-Bohne. Ich bin... Und was mit Storkriesen. Und Storkriesen. In diesem schönen Geschäft, wo Frau Lange wahrscheinlich immer noch steht. Einzeln eingepackte Storkriesen. Wie hieß denn der? Der hatte einen Namen in der Werbung. Das war Michael, ja? Der hieß Michael. Genau. Das ist wirklich... Das sind die 70er. Nein. Halten. Ach, das war ein 70er. Nein, der ist in den 70ern vielleicht geboren. Ja. Ne? In den 60ern vielleicht geboren. Der Michael... Aber die Werbung ist aus den 90ern. Und dann hat er den Farbfilm vergessen. Da war kennt ihr den Michael, der den Farbfilm vergisst? Der Rückblick auf die gute alte Zeit. Ah. Bei Frau Lange. Und je länger ich darüber laber, desto mehr Stork-Riesen-Geschmack produziert dieses Bier in meinem Gehirn. Ich würde aber sagen, was wir jetzt machen, du kannst noch ein bisschen weiter erzählen. Ich hole mal die Biere für nächste Woche. Und dann stellen wir die vor und dann machen wir hier Schluss. Dieses ganze Gelaber könnt ihr euch doch auf Dauer nicht anhören. Ja, zum Schluss seid ihr noch betrunken und rammdösig oder sowas. Wir wollen das nicht. Nö. Das ist auch fürchterlich. Ich wollte gerade aber ansetzen und sagen, dass die Lille-Brauerei ja lange sich auf die Verfeinerung ihrer Core-Range konzentriert hat. Wir haben ja auch
das Pilz neulich mal quer verkostet. Mhm. Und ich muss schon sagen, dass die Lillebiere uninteressant waren die letzten Jahre. Muss man wirklich sagen, sie wurden die waren einfach langweilig, ja. Nein, sie wurden besser. Ja, sie wurden besser, aber die haben nichts Interessantes gemacht. Und sie sind stabiler und man hat sozusagen... Ja, sie sind auch wirklich besser geworden. Bei den Bieren muss man sagen. Eine höhere Verlässlichkeit bekommen. Mhm, die Varianz, die es mal am Anfang gab, als sie auch verschiedene Braustätten hatten, als sie noch keine eigene Brauerei hatten, die hat abgenommen. Ja, das wäre alles andere wäre auch voll gewesen. Aber für uns ist das natürlich immer so, ja, okay, das Lille Helle zum Beispiel, super Bier, das Lille Helle, erstklassig. Aber irgendwann... Es war immer langweilig, es kam nichts Verrücktes raus. Und jetzt kommt Tonka-Bohne, ja. Und da muss ich auch sagen, ist auch ganz klar, das war auch das, was ich mir immer gewünscht habe. Das Honka-Tonk wieder neu auflegen und das ist dann jetzt eben als Stout weiterführen, finde ich völlig in Ordnung. Also da will ich mich überhaupt nicht beschweren. Trifft voll meinen Geschmack. So. Was ist jetzt mit dem King-Grill? Wie könnte ich den kleinen Michael vergessen? Ja. Diesen YouTube-Link gucken wir uns nachher an. Und was ist mit dem King Grill jetzt schon wieder los? Der scheiß King Grill, der existiert noch. Dieses ganze Gebäude gehört gesprengt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir gehen nachher ins schöne Döner-Dreieck rum. Nö, die doch. Geben uns nichts mehr. Da müssen wir schnell los. Ja, es ist doch gerade mal 10 Uhr. Du, ich war gestern, waren wir kurz vor 11, da war schon, haben wir schon Glück gehabt, dass wir überhaupt noch was gekriegt haben. Die machen immer früher zu. Ja, dann brauchen wir, dann müssen wir hier schnell feiern. Wir brauchen ja keine Stunden. Nee, müssen wir uns echt beeilen. Schnell die Piere vor. Dann nächste Woche, genau. Nächste Woche haben wir den Mo. Braukollektiv Freiburg kennt ihr. Ist ein Klassiker. Der Mo war, glaube ich, früher mal ein Session IPA. Jetzt haben sie draußen Hazy Pale Ale gemacht. Nee, ein Summer Ale war das. Oder ein Summer Ale. Summer Und weil Ale. Es sich nicht nur im Sommer trinkt. Das ist so ein bisschen der Burnt Mill Faktor. Ne? Das ist ein Summer Solar Pale Point, Ale. Ja. Die Braukollektiv-Leute haben ein wirklich hervorragendes Summer Ale, was sie nicht mehr so nennen. Ja, wie auch immer. Aber wir werden den trinken, wir probieren es aus. Ich glaube auch, dass er gut ist. Oh nein, schlagen wir ein. Dann hatten wir, ich weiß gar nicht, die Reihenfolge habe ich gerade versaut. Wir werden sehen, in welcher Reihenfolge wir es dann trinken. Hier ist Dunkle Zeiten, New England Style Black IPA. Das ist ein Novum. Wer es nicht schon getrunken hat, lasst euch nochmal überlegen, ob ihr nicht mitmachen wollt. Ein New England Black IPA gab es bisher in diesem Laden noch nie. Das hat noch keiner gemacht. Das ist eine neue Art von Black IPA. New England ist ganz neu. Das ist wirklich was. Und also wir hatten es schon mal hier, aber verbessert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, wir hatten noch nie ein schwarzes New England Style vor diesem Bier. Ja. Zwischendurch muss ich kurz eine Klarstellung. Ich bin seit 20 Jahren in Kiel. Ja. Ich war erst einmal bei King Grill und habe Pommes gegessen. Das ist immer das Gleiche. Die sagen immer... okay. Warum? Weil es schon wieder thematisiert wird. Ja, King Grill ist halt. Ich habe Pommes gegessen. Ja, aber King Grill ist halt die Cracknutte unter den Dönerläden halt. Ist halt richtig schäbig. Aber egal. Also, als nächstes Sudden Death irgendwie. Vielleicht kriegen wir Olli dazu, wir werden es mal sehen. King Grill ist das Comic Sans. Ja, genau. Hazier Than You Think. Ein New England Style IPA. Diesmal dann hoffentlich so, wie es gehört. Ich nehme es mal an. Was wir dann noch haben... Ist es eine Goldkette? Das ist eine Goldkette, wie es gehört. Ja. Dann haben wir das Wirtshaus Memories, das Double Dry Hop Weizenbock von True Brew zusammen mit Yankee and Kraut. Oh! Yankee and Kraut kennen vielleicht einige von früher noch. Das hatten wir vor ein paar Jahren öfter mal. Von damals. True Brew hatten wir heute am Start. Das Wirtshaus Memories war heute als Alternativbier bei irgendjemandem drin, hat gerade Credits gekriegt. Genau. Weizenbock. Double Dry Hop Weizenbock. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja? Ob der Weizenbock noch gut durchkommt, werden wir sehen. Ist aber mit Sicherheit kein schlechtes Bier. Wir haben ja heute den Schöpfer kennengelernt. Wie kann der was falsch machen? So, und als letztes... Ich möchte gerne mal kurz... Nicht schon wieder. Ich möchte die Zeit vorspulen. Es gibt was bei Star Trek immer. Ah ja, spulen Zeit vor. Dass wir schon den nächsten Samstag hätten. Ich möchte das Bier trinken. Ja,
ist egal. Kannst das Bier nächsten Samstag trinken. Und was wir dann noch haben, ist das Double IPA Double Nelson Fock von Burnt Mill. Nelson Sauvin, einer der teuren Hopfen. Gerne mit einer hellen Bärigkeit beschrieben. Weißwein. Kann man sich gerne drauf freuen. Ich habe es noch nicht getrunken, aber grundsätzlich meine Erwartungshaltung ist hoch. Es ist immer schlecht fürs Bier. Dann denkt man, boah, das wird mega geil und dann wird es nur normal gut. Salvatore Tropicano sagt, das ist der Hammer. Darf ich kurz kritisieren? Weiße Schrift auf grauem Grund. Lars ist nicht so der subtile Typ. Der ist nicht so der subtile Typ. Der will am liebsten... Wieso ist das leer? Voraussichtlich, weil Björn das ausgetrunken hat und die Dose dahingestellt hat. Weil wir das hatten und dann hat er es schon ausgetrunken und dann haben wir es nachbestellt und das hat er schon, steht schon länger oben, als wir die Biere hier haben. Ach so. Das hat er aus quasi seinem privaten Müllhaus... Das ist so bei denen so. Das ist der rauen Oberfläche und... Das macht Lars glücklich. Also Lars fummelt gerne an Dingen rum. Merkt euch das. So, also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war wieder viel zu lang heute. Wir haben wieder viel zu viel Scheiße gelabert. Es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr, also es war genau richtig. Wir haben noch eine Comic Sans zu essen. Comic Sans ist auch toll für alle, die es mögen. Aber redet nicht drüber, sonst seid ihr gesellschaftlich untragbar. Ansonsten, was gibt es noch? Tonkabohne ist witzig für Desserts. Ja. Black IPA ist das kleine hässliche Stiefkind, das man aber auch ab und zu mal lieben muss. True Brew hat ein schönes gemacht. Was wissen wir noch? Sudden Death muss es nächste Woche rausreißen. Mit dem nächsten Bier von nächste Woche. Mhm. Also mit dem Hazier Than You Think. Und vielleicht haben wir ihn dann sogar da, dann soll er uns was zu seiner neuen Brauerei erzählen. Mal schauen, ob es passiert, wenn er nicht zu beschäftigt ist. Ich würde sagen, Leute, haut rein, macht einen schönen Abend noch, trinkt noch was, wir melden uns hier ab. Ab jetzt ist freies Reden. Computerlogbuch. Live long and prosperous. Prosper. Prosper? Ja. Okay. Ja. Prostata. Und Prost. Tschüss.